Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einem Stream von Anno 1701. Wieder zusammen mit dem Herrn Zockerelite. Ja, der ist gerade seinen Teller wegbringen, der kann gerade nicht. Der ist schwer beschäftigt. Der hat nämlich gerade noch köstlich schnabuliert und bringt jetzt seinen Teller weg. Und verpasst deswegen meine wunderschöne Anmod. Ja, wir sind heute hier. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Anno 1701 ein würdiges Ende zu geben. Ich meine, der Schallert ist ja schon raus. Achso, ihr seht das Bild mal wieder nicht. Hier ist eigentlich wieder das Bild vom Multiplayer-Matchup. Ich hoffe, ich habe den richtigen Spielstand geladen. Die Spielstandbenamung ist sehr verwirrend. Kann man so sagen, glaube ich. Jo, und da ist er bereit. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Und dann können wir auch... Hallo, Hallöchen. Ey, das ist mein Satz. Und ja, dann starten wir rein. Wir müssen noch die Unabhängigkeit erreichen, ne? So war das doch. Mhm. Bing. Macht was Bing. Ist das gut oder ist das schlecht? Ach, stimmt. Bei mir brennt's ja. Das stimmt. Ich weiß gar nichts mehr. Ohne Scheiß. Ah, ich hab dem Jorgensen was geklaut. Gell, eine ganze Insel mit Kakao. Zeit. Bitte. Ich muss ja Sims aufnehmen. Naja. Ich muss diese Stadt hier versorgen, ne? Ich habe dem Jorgensen dafür Sachen geklaut. Hallo. Hallo. Was ist denn jetzt? Wollt ihr mal hier losfahren, oder? Hallo. Hallo. Ah, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe eine Produktion kommt zum Ende. Die Feuerwehr fährt halt nicht los. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Weißt du, wenn schon so angegangen wird? Nimm mal die Handelsrouten, bitte. Wo sind die denn? Routen. Wo sieht man denn die Handelsrouten? Logbuch, Kontore, Schiffe. Captain an Deck! Ich möchte keine Handelsroute erstellen, ich möchte meine Handelsrouten sehen. Strategiekarte, sieht doch gut aus. Holt irgendjemand? Ja, von da unten kommt auf jeden Fall schon Kakao. Und Honig brauchen die dann noch. Und nur Alkohol. Ich weiß halt gar nicht mehr, was ich machen wollte. Dann lad er doch mal noch Honig ein. Und da aus. Und wie ist das? Du kennst doch noch die, Zusammensetzung. Von Honig und... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Kakao, immer eine Sukralin. Freude, der weiß Blick in eure nee, Lager. Ich weiß nicht. Einfach mal noch mal treu. Wird schon passen. Ja, ich glaube, das passt. Soll sich schon austarieren, Alter, die Kameraführung, ne? Machst du einen Mausrad nach, also so einen Mausklick nach unten. Puff, puff, puff. Kann ich irgendwo freie Kamera einstellen? Forschung. Haben wir noch Forschung irgendwas offen? An der Universität haben wir tatsächlich noch einen Baum offen. Militär, aber ich brauche kein Militär. Denn ich Eure muss ja nur Gesinnung noch macht ein Gespräch mit euch unmöglich. Einen Palast bauen, damit die Königin. Ach nee, was muss ich noch machen? Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Besenken Sie 4 Piratenschiffe, das kann ich gar nicht machen. Da wäre jemand nämlich ziemlich sauer auf mich. Und meine Bilanz ist ziemlich im Keller. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber ich habe hier 3 Konfessorien. Das passt soweit. Jorgensen, kannst du mir mal Geld leihen? Ich hätte nur noch Frieden mit mir. Oh, das ist schlecht. Vielleicht, weil ich seine Insel eingenommen habe, hä? Bitte? Vielleicht, weil ich seine Insel eingenommen habe. Vielleicht fand er das nicht so lustig. Wie ich. Crap. Ich könnte auch hier einfach Tabak produzieren. Das wäre natürlich deutlich einfacher, wenn ich einfach hier Tabak produziere. Ich hier einfach Tabak produziere. Oh, ich hasse Leute. Weißt du, die hasse es, wenn Leute mich anschreiben über E-Mail, die mich auch genauso gut über einen Messenger anschreiben könnten. Wer schreibt dich denn über E-Mail an? Meine Oma. Nichts. Ja. Hä, wieso sind jetzt diese Gebäude abgebrannt? So, what the hell? Hä, was soll das denn? Tabak ist 2 zu 1, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nein. Was macht ihr denn heute, Leute? Das ist auch immer Gold kostet, dieses Bewässern, ne? Ätzend. Um das Unkraut rauszukriegen. Ich mache jetzt das Gleiche. Wo ist das Schiffchen? Obwohl, eigentlich wäre es genauso gut, wenn ich es hier produziere. Aber ich könnte es auch da produzieren. Ja, ich glaube, ich produziere es dann einfach da. Strategie-Karte. Uda. Das ist ein großes Handelsschiff eigentlich. Das ist ein Deckerschiff, wirklich. Nee, oder? Eureka. Lad mal ein, und zwar bitte. Tabak. Blätter. Hallo? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Und das Ausladen in Atlantis. Was immer ihr wünscht. Nee, die Eureka. Du feilst wie ein echter Pfeffersack. Auf hier was gekauft. Dann bauen wir hier mal 3 Stück von denen auf. Ganz ehrlich, was bringt das denn? Das bringt ja nichts. Das ist. Ja. Yeah. Mach ich mir da nur den Bauplatz. Machen wir lieber mal hier noch so ein Ding hin. Dann die Route nochmal bearbeiten. Nimm Tabak mit. Direkt, also Tabakwaren. Ja gut, das Baumaterial fehlt jetzt halt. Das kriegen wir wieder rein. Das ist nicht das Problem. Alter, ein Kumpel hat sich einen neuen PC gekauft, ne, mit einer 3070. Nice. Ist gestern angekommen, war er wie so ein kleines Kind so. Alter, gestern, wann hat die bestellt, weil gab es ja mega Lieferschwierigkeiten und so. Nee, ne? Bei der 3080 ist immer noch, die gibt es ja immer noch nicht. Ja, bei 3070 war es aber am Anfang auch. Was auch? Ja, der hat den schon ein bisschen, ist vor einer Weile jetzt schon bestellt, also ist schon ein bisschen her. Aber natürlich richtig geil, so mega ja, gleich immer GTA gezockt. Weißt du, wollten das neue Update, das neue kostenlose Update zocken, ne? Mhm. Ja. Dass du dieses neue kostenlose Update triggern kannst, musst du ein U-Boot für 2,2 Millionen Dollar mindestens kaufen. Maximal kostet das U-Boot 9,4 Millionen Dollar. Mhm. Nur zum Vergleich, eine Cash-Card, die du kaufen kannst mit echtem Geld für 3,5 Millionen Dollar, kostet 40 Euro. Alter, also das Update doch nicht so kostenlos, ja? Ja, du kannst hier verdienen, halt aber... Spielen, ne? Ja. Ich wollte mir gestern so eine Cashcard kaufen, aber nur eine für 15 Euro. Und er so, er sieht es nicht ein, dass wir da jetzt Geld für ausgeben. Ja, das stimmt schon. Das kostenloses Update keine Waren mehr hier. Ja, das ist schon dreist. Jetzt waren wir halt gestern dabei, Geld zu verdienen. Jetzt würden wir morgen halt weiter Geld verdienen und dann halt, ne? Ja. Ist halt übel dreist, aber irgendwie hätte man sich's auch denken können. Ganz ehrlich. Ja, trotzdem. Irgendwie war das klar. Trotzdem. So typisch Rockstar-Manier ist das. Mhm. Einfach übel abfuck, Alter. Alter, was, wie zur Hölle soll denn das gehen, bitte? Nice, wurde gerade richtig Money gemacht. Das brauche ich auch nicht. Kapitän? Kapitän? Ich bräuchte meine Schiffe vielleicht mal gesammelt. Wäre das möglich? Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Die Truppen, die ich geklaut habe. Kostet dann wieder Geld ohne Ende. Kann man die. Nichts kann uns standhalten. Kann man killen, ne? Braucht meine Truppen eigentlich nicht. Ich habe keinen. Will hier keine Kriege mehr führen. Werden jetzt alle aufgelöst.
spart direkt richtig Geld. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Was spart wirklich richtig Geld? Truppen sind mega teuer im Unterhalt. Echt? Ja. Na ja, gut, die wollen Sold und ja. Essen, ne? Nee, nur Sold. Nur Sold? Ja. Aber trotzdem teuer. Eine Produktion ja, klar, kommt zum Erliegen. GG, Alter. Wenn sogar noch Sachen reinpassen. Naja. Ja, bauen wir das mal so. Was? Nahrung wird knapp? Das ist schlecht. In Ordnung, altes Schlitzohr. Altes Schlitzohr, du. So, habt ihr immer noch nicht genug Pralinen, oder was? Gibt's ja wohl nicht. 80 Tonnen und da steht Nahrung wird knapp. Beim Jorgen ist gerade ein Aufstand. Echt? Ja. Die Jorgens sind irgendwie so cool. Die Jorgens sind's generell. Ja. Ja. Irgendwie finde ich die geil. Das sind die größten Lappen in jedem Mann. Ja, weil sie halt so Dullis halt so sind, weißt du? So, ja. So liebe Dullis irgendwie. Die sind einfach zu gut. Weißt du, die sind einfach zu nett. Ja, das stimmt. Nett für diese harte Anno-Welt. So, ordentlich Kakao. Tabak kriegen wir auch noch ein bisschen von hier rein. Habe ich nicht noch irgendwo ein Schiff frei, das Sachen hin und her schippern könnte? Kapitän auf der Brücke. Wie lauten die Kriegsschiffe theoretisch. Ja. Ach, Alter, was ein Scheiß. Brauchen wir ja noch Marmor, können wir noch ein bisschen gebrauchen. Werkzeug. Können wir ordentlich da drüben gebrauchen können. Finde ich denn jetzt das vierte Schiff? Sag mir das mal. Keine Ahnung, ihr habt beim Ramirez in der Gegend, oder? Nee, die fahren überall auf der Karte rum, Alter. Das ist das Problem. Und du hattest schon wohl eins abgeknallt. Nee, ich hab. Weil da lag nämlich eine Kiste, oder dann war es der Jorgen. Der Jorgen, ich bin ja verbündet mit dem Piraten. Ah, okay, weil da lag nämlich eine Kiste mit der Piratenflagge im Wasser. Und ich so, hä, die hab ich aber nicht abgeschossen. Ja, nee, ich bin verbündet, das wäre. Aber ich habe gerade das letzte Schiff noch gefunden. Das heißt, das wird wohl gut ausgehen. Ja, ist doch gut. Aber nicht unbedingt Elfenbein. Gut, Stoff haben wir hier mehr als genug. Stoff und Nahrung können wir mal handeln. Noch irgendwas zu viel Holz. Händler mal ein bisschen herlocken. Honig haben wir hier auch mehr als genug. Aber Kakao kommt jetzt auch bald noch mehr. Da kann ich hier nochmal. Problem ist, macht ja dann nur der hier, ne? Aber der hat auch sonst nichts zu tun. Von daher. Da passt das schon, wenn wir nochmal drei reinpacken. Ah ne, der da oben macht das auch. Das wie heißt es? Patisserie? Nein. Konfiserie. Konfiserieviertel. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Weg mit den Blumen. Marmor können wir sogar selbst unbegrenzt herstellen. Wäre das nicht was? Nehmen wir sogar unbegrenzte Lehmgruben. Funktioniert wunderbar. Das ist ja nur noch schnell zurückdüsen zum Händler und dann passt das. Ich glaube, die Kompisserien hier reichen mal.
man die Routen eigentlich umbenennen? Irgendwie ja. Nicht, ne? Ja, kann man. Ja, fehlt eigentlich Route schon. Ah, da. Ich habe eine Route, die heißt Schmöker und Schoki. Schmöker und Schoki, das wäre genau das, was ich gerade habe. Kakao und Tabak. Ah, das passt ja gar nicht rein. Oder? Nee, ertragreich wie immer. Der Besuch auf eurer Insel. Kack und Tab. Klingt gut. Kack und Tab, ja. Auch gut, Alter, wie lange die Schiffe unterwegs sind, wenn die voll beladen sind, ne? Ja, übel. Lalala. Hier. Ja. Ich höre schon das Klimpern der Münzen. Nein, na gut. Ah ja, gut, es. Aber bei Jorgensen läuft gerade gar nichts gut. Wenn die ganzen Aktionen nicht Geld kosten würden, dann würde ich die ja alle nochmal benutzen beim Jorgensen. Aber ich kann es mir nicht leisten. Hä? Da stellen die nichts mehr her? Ach so. Die müssen sich das Zeug auch irgendwo holen, ne? Und da kommen sie gerade nicht hin. Weißen Erz haben sie nicht. Das ist natürlich doof jetzt. Ja. Würden die denn da noch hinkommen? Wenn hier noch so einer stehen würde. Ein Wirbelsturm bedroht die Insel. Oh oh. Nicht gut. Ein Mitspieler hat einen Händlerauftrag nice. Abgeschlossen. Weh. Wunderbar. Wunderbärchen. Auch so ein Bärchen. Oh, ruckel, ruckel. Was war das gerade? Wo kann ich denn das da nicht bauen? Ach, kann er trotzdem, hä? Das ist rot, aber er baut es trotzdem, okay. Wo sind die Uni? Bei den Kaufleuten, oder? Kennt die nicht? Wo hab ich denn die hingestellt? Also du hast schon eine. Ach, da ist die Uni. Die forscht ja auch gerade. Wie lauten die Befehle? Die Schule? Also wenn ich noch keine Uni habe, dann wäre ich ja jetzt richtig langsam. Ach nee, in der Schule habe ich schon alles erforscht. Ja, du brauchst sie vor allem, oder? Damit du weiterkommst überhaupt. Ja, ja. Das ist ja schon Arte. Ja, eben. Hä? Ich habe schon hier fast nur noch Aristokraten, Alter. Ja, ich weiß. Ich habe 4040 Aristokraten. Ich bin schon deutlich weiter als ich. Die ja, habe ich mit einigen Menschen erreicht. Mich jetzt tatsächlich überholt, aber mit dem Rest nicht. Ja gut, ich habe ja auch die Insel komplett neu besiedelt. Das besudelt. Dauert. Besudelt, ja. Wolltest du sagen? Hat versprochen. Wir haben alle schon. Ach, die Opa. Da oben auch Opa? Wir haben gar keine Opa da oben. Warum kommt Katastrophenmusik? Wo ist der Wirbelsturm? Nein! Verpiss dich! Wo ist er? Naja, noch ein ganzes Stückchen weg, solange er nicht umdreht. Ja, weißt du, bist du auf deiner gerade neu gebauten Insel so? Hörst du nur so. Moment. Jawoll. Euer Wohlstand gründet sich auf unser Vertrauen in euch. Jetzt erst die Kaufleute, ja krass. Ja. So ist es. Bin halt langsam. Aber dafür rasselt gleich das Geld rein. Oder es gibt einen Aufstand, weil sie nicht genug Pralinen haben. Beides möglich. Rasselt gleich das Geld rein. Oh nein, man muss das ja händisch klicken, ne? Ja. Oh nein. Ein großes Handelsschiff. Was? Mal gucken, ob der Output auf Twitch stimmt. Oh, oder no. Speziell ist. Nee, passt.
Ein Wirbelsturm reingefahren. Ja. Das ist schlecht. Vielleicht mal Neues bauen. Gar nicht so gut, wie viele Leute denken. Die Order 66. Führt die Order 66 aus. Lalalala. Na guck mal, man muss aber auf der Insel so und so viele Leute haben, dass sie da die neuen Waren benötigen. Nicht global, sondern wirklich auf der Insel. Ja. Greift zu, Leute, greift zu. Ich habe das Gefühl, dass 5 Konfiserien nicht reichen werden. Arbeiten die alle eigentlich mit einer richtig schlechten Effizienz? Was habt ihr da eigentlich für Probleme? Warum wollt ihr nicht aufsteigen? Ihr braucht dann eure Gerichtshöfe, ne? Universitäten, aber die haben wir schon. Linn. Hey, und wo ist dieses Schiff gefahren? Hier ist das Schiff gefahren, okay. Wollt ihr noch nicht aufsteigen? Ich hab da hinten keine Ufer. In Ordnung, altes Schlitzohr. Ich muss erstmal gleich die Waren beobachten, ob das mit den Waren überhaupt reicht, sonst habe ich ein Problem. So, wo sollte das Opernhaus hin? Und der Gerichtshof. Gerichtshof wohl da. Opernhaus wohl da. Ja. Das sieht korrekt aus. Betrachten wir mal die Waren. Scheiße. Scheiße. Nur hereinspaziert. Warum kostet es beim Piraten eigentlich so viel mehr? Kapitän? Kapitän? Wo stelle ich eigentlich meine Nahrung her? Eine Ware wird knapp. Ja, folgende Ware wird knapp. Pelze. Ach genau, man kann mit freien Händler keinen Handelsbruder erstellen, ne? Da war was. Ja. Genau. Kursgesetz! 8. Ein Bischof spendet ihrer Bevölkerung göttlichen Schutz. Bleiküste, ja. Stück. Ah, reichen, hoffe ich. Dramatie, das hier. Göttlicher Schutz. Der beste Schutz, der göttliche. Stoffe werden auch, Alter. Irgendwie habe ich gerade im Moment ein kleines Problemchen. Wenn ich die Gerichtsgebäude bauen würde, würde es doch auch mehr Steuern bringen, oder? Ja, ne, irgendwie nicht so. Wohl. Ja, doch, jetzt kann ich auch mehr besteuern. So. Oh, Pralinen droppen hart.
Und hier fehlt Baumaterial. Frage, es fehlt ja der Kakao. Ja, okay. So, und Stoffe gehen zur Neige. Das ist natürlich nicht gut. Wird einfach zu schnell verbraucht. Damit geht es ja wahrscheinlich besser, weil die laufen ja alle gar nicht richtig. Aber die restlichen Waren sind okay. Ja, bis jetzt. Wie hoch ist deine Bilanz momentan? Plus 2597. Alter. Die Königin schon voll bezahlt? Bitte? Die Königin schon voll bezahlt? Nee, zu 70%. Zu 70%. So, immerhin sind es alle... Ah, jetzt fehlen ein paar Ziegel. Aber dann sind alle Kaufleute bei mir. Kapitän? Wie ist die Order? Wir produzieren hier aber, ne? Ja, genau, hier mitten in der Stadt. Das passt. Also beim Schachern macht dir keiner was vor. Das heißt ja immer noch Route 7. Naja. Der Wind steht günstig. Was macht denn Route 6? Das gute Geschäft mit euch entschädigt für die weite Anreise. Die Route holt. Ja. Wohin geht es? Alkohol, Lampenöl, Honig. Sollte passen. Denke ich mal. Nein, gib mir mehr Ziegel. Können wir von unten nicht noch ein paar Ziegel herholen? Oh, hier haben wir selbst nur 6. Ach stimmt, ich habe auf meiner Hauptinsel keine Ziegelproduktion, ne? Da war was. Der Wind steht günstig. Du hast keine Handelsroute, warum stehst du denn dann da rum? Schiff, ahoi! Schiff, ahoi! Eine Ware wird knapp. Oh oh, Pralinen werden knapp. Oh oh. Ich sehe einen Aufstand ankommen. Wenn die Ferrero Rocher alle sind, dann gehe ich aber auch auf die Barrikade. Dann ja, hört der Spaß auf. Das eben, da hat der Spaß ein Loch. Aber das nächste Schiff bringt doch mehr Kakao. Versprech's. Versprech es. Hör mal. Wollen wir noch ein großes Handelsschiff? Jetzt bin ich ja reich. Meine Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Laber doch nicht, Alter. Ah, du. Hey, ich kann Leuchtturm jetzt bauen. Ja. Brauchst du auch für die Königin. Ja, wieso das jetzt auf einmal? Mit Aristokraten. Ach so. Kann nicht an meine Hauptinsel setzen. Das ist ja traurig. An meinen Haupthafen. Licht. Bitte. Jetzt hat. Warum sind die eigentlich schon so ein bisschen pisst? Achso, weil die Pelze leer sind. Alter, sieht nice aus. Was? Leuchtturm. Ja, da kannst du auch Tag und Nacht einstellen. Im Multiplayer weiß ich es nicht, aber. Echt? Ja. Palast. Alter. Ey! Jetzt auch nach. Ach, echt?
Aber hier hat halt nichts Licht irgendwie, ne? Das ist halt so ein bisschen. Oh. Es ist noch gesperrt für 22 Minuten. Du kannst keinen Tag mehr machen, oder was? Das dauert, glaube ich, jetzt einen kurzen Moment, ja. Alter, vor allem die Sachen, die haben halt alle kein Licht, ne? Also bei mir leuchtet alles nirgendwo was, außer die Öfen. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, echt so, ja. Super, danke, jetzt sitzt hier im Dunkeln. Danke für gar nichts. Aber das Ding hier habe ich geklaut, ne? Da hinten gibt es Diamanten, hier gibt es Gold. Captain on Deck, Captain on Deck! Captain on Deck, Captain on Deck, Captain, Spielstand wird gespeichert. Alle Schiffe einsatzbereit. Da kannst du abdunkeln. Okay, ich weiß noch nicht, ob es im Multiplayer geht. Okay, zack. Ein Fischer hat keine Arbeit mehr. Okay, oder auch cooles, Zeit. Cooles Feature, dass das damals schon gab. Ja. Holla, Vater. Schiff, ahoi! In die See. In die See. Der Bischof beendet seinen Besuch bei Ihnen. Tschüss, Bischof. Tschüss. Oh, jetzt sind wir noch die letzten. Aber ja, da ziehen noch Leute ein. Okay. Guck mal, das Schiff kam so jetzt mit mehr Kakao. Oh, Junge, Junge, Junge. Der Alkohol wird aber auch weniger. Das war auch schon mal mehr. Da ist dann wohl mehr Hopfen. Mehr Braustübchen. Reichen da zwei? Das bezweifle ich irgendwie. Ich habe endlich genug Geld, damit ich mir meine ganzen Wege aufbessern kann. Echt? Hast du das immer noch nicht? Alter. Hallo, ich war zwischendurch ziemlich kurz vor der Pleite letztes Mal. Ja, das stimmt, ja. Hättest du mit mir den Deal nicht gemacht, dann hätte es schlecht ausgesehen tatsächlich, ja. Aber du, was hast du denn für einen netten Mitspieler, ne? Ja, ja. Das Risiko, die Pest einzuschleppen, werde ich nicht eingehen. Och Mann, wo hab ich jetzt wieder die Pest? Ich habe gar keine Meldung gekriegt, dass irgendwo die Pest ist. Hast du gesehen, dass irgendwo die Pest ist? Ah, ich krieg keine Meldung, weil ein Medikus in Reichweite ist, okay. Aber Glück gehabt hier. Ja, ja. Bin. Alter, dieser dumme Pirat, ne? Netter Typ. Was du gegen meinen netten Ramirez? Gesundheit. Was haltet ihr davon, etwas für mich zu erledigen? Einen freien Auftrag. Geld sparen. 120 Tonnen Pferde, jawohl. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Oh, eine Junke, aber ich hab gar nicht. Hast du so viele Pferde? Das hat. Nee. Die auch nicht. Ich hab gar keine Pferde. Das hast du das letzte Mal schon gesagt. Oh, eine Junke, aber ich hab nicht so viele Pferde. Ja. Also mal Pferde vorhalten. Raus. Ihre Lagerhäuser werden von Ratten heimgesucht. Na super, Ratten. Was fressen die Ratten? Nix. Ah, Pest und Ratten. Ja, genau, gleichzeitig. Was bei dir? Kann ja wohl kein Zufall sein. Ja, ist okay, Elite. Ich hab nix gemacht. Aber jetzt, wo du mich auf die Idee bringst. Ja, ja, pass auf. Heuschreckenplage kann ich machen. Ich kann die Piraten auf den Hals hetzen. Eine Heuschreckenplage machen. Freut mich für dich. Was immer ihr wünscht. Lade hier noch mehr Kakao ein.
Da ist auch ein Medikus direkt nebendran. Der wird ja wohl die Pest hier langsam in den Griff kriegen. Da muss da erstmal Werkzeug, oder? Bereit zum Auslaufen. Ich stehe da so hier. Passt. Der Wind steht günstig. Kurs ist klar. Der Kurs ist klar. Wie Kloßbrühe. Der Alkohol geht aber ganz schön schnell in den Keller. Verkauf Alkohol gerade. Schön für dich. Zu deinen Wucherpreisen kaufe ich nicht ein. Was soll das denn heißen? Wenn du zu Wucherpreise hast. Ey. Ist doch wahr. Die Produktion irgendwie alle nur auf 93% produzieren, man die dann wieder so gießen muss mit 10 Gold. Ätzend. Das Feature hätten sie sich auch sparen können. Welches? Ja, dass die Produktion nur auf 93% produzieren, wie dann, man die dann gießen muss für 10 Gold. So. Ach, das kostet Geld? Ja, 10 Gold steht da. Letztes Mal extra geguckt, aber da stand nichts, dass das kostet. Doch, da steht 10 Gold. So. Frechheit. Hier steht optimieren 5 Goldmünzen. Gut, Honig ist angeblich voll. Yeah, Käffchen. Ach, das ist dieses Elfenbein, ne? Immer noch nicht auf voller Produktivität laufen. Gut, sind gerade wieder ausgegangen. Wie ist die Order? Warum ist die Route pausiert? Mach mal weiter, Junge. Du hier? Na, das ist ja ein Ding. Vulkan beim Jorgensen ausgebrochen. Holt seine Bevölkerung wieder halbwegs im Griff. Ja. Ja. So, alle Häuser wieder voll. Also ein bisschen auf Gelb gehen. Einen kleinen Puffer, falls man aus Leer geht. 1800 Bilanz. So muss das. Also Ambra finde ich nicht, ich habe keine Wale. Schade. Bereit zum Auslaufen. Was willst du jetzt eigentlich noch machen? Auf was wartest du noch? Auf die Unabhängigkeit. Ach stimmt. Dafür brauche ich nicht, weil Aristokraten fehlen. 4000 brauchst du, ne? Genau. Ah, okay. Und wenn ich diese und auf meine kleine Insel kriege ich die nicht mehr drauf. Ja, verstehe, okay, jetzt habe ich. Hätte ich vielleicht drauf gekriegt, aber wird zu umständlich gewesen, deswegen habe ich die andere Insel gebaut und dann. Sollte das passen. Bereit zum Auslaufen. Kurs ist klar. Sollte passen. Wie lauten die Befehle? Boah, darauf trinke ich einen. Dann trink mal einen da drauf. Wieso komme ich da nicht weiter hinter? Achso. Verstehe. Verstehen Sie? Nochmal die Produktionsverhältnisse. Zerstört ihre Siedlung. Alter! Bei mir ein Brand gestiftet. Geh mal zum Jorgensen. Warte. Mir brennt. Ja, sieht schlechter aus, und? Hm? Sieht da schlecht aus. Ah, sind Demagogen draufgesetzt. Ja, so ein Aufstandstypen.
mega gut einfach. Keine Sorge. Die werden vor lauter Parolen schreiend die Arbeit vergessen. Ich werde auf dem Marktplatz ein paar Beutel aufschlitzen. Hey, hast du bei dem auch was reingesetzt? Alles. So schnell werden die Leute nicht mal an die Arbeit gehen. Der Arme. Das gibt ein prächtiges Feuer. Spreng ich noch seine Festung. Ich seh's gerade, ja. Ausgebrannt auf die Grund. Ich hab sein Dorfzentrum verpestet, das eine. Ja, auf allen Dorfzentren ist irgendwas. Ach ja, auf einem ist mein Dieb, auf einem ist sein Pesttyp, auf einem ist sein Revoluzzer. Ja, ich hab noch einen Taschendieb auf dem einen noch. Nice. Mega gut einfach. Noch ein Piratenangriff gegen Jorgensen. Ich hoffe, deine Leute können schwimmen. Bisschen doof. Und jetzt spawnen gleich beim Piraten. Piratenschiffe und machen sich auf den Weg zum Jorgensen. Alter. Mach ich noch heute. Jorgensen ist blau, ne? Oh shit. Nee, grün. Late. Hä? Hast du es auf mich gesetzt, oder? Nein. Aber das sind echt wenig Piratenschiffe, finde ich. Ich habe hier noch eine Heuschreckenplage jetzt. Wo? Ja, Alter. Jetzt kommen noch die Alter, auf allen Inseln ist es dann. Ja. Alter, wie mies ist das denn? Ja. Sehr froh, dass ich habe extra zweimal geguckt, nicht, dass ich dich auswähle. Alter, vor allen Dingen 3 Minuten noch, ne? Das liegt alles lang. 3,5 Minuten, Alter. Auf allen Inseln, das ist brutal. Oi, oi, oi. Weißt du noch das Verhältnis von der Schmuckproduktion? Nee. Was soll ich noch sprengen? Sprengen. Irgendwas, was viel kostet. Der schwarze Tod. Die eine Kirche. Nee, hier ist noch eine Festung. Toll, jetzt habe ich bei mir die Pest. Das Risiko, die Pest einzuschleppen, werde ich nicht eingehen. Oh, komm mal bei mir. Hier. Oh shit, ich habe nicht genug. Kann ich irgendwas abreißen? Ja, die Feuerwehr kommt. Dafür ein Medikus. So, passt. Kapitän? Schiff, ahoi! Alkohol steigt wieder, Pralinen ist relativ okay, würde ich behaupten. Alter, meine Leute demonstrieren. Ja? Ja, scheiß Elfenbein, ich krieg nicht genug Elfenbein ran. Ich bin jetzt auch... Mehr war in ihren Beutel nicht zu holen. Ja, Jürgen sind noch beklaut, nice. Ja, der Arme, Alter. Ich weiß, wie man eine Menschenmenge aufhetzt. Bald wird das Wasser hier ungenießbar sein. Scheiße. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Verdammt, ich habe noch einen Revoluzzer hingeschickt, der ist aber aufgeflogen. Weißt du, was mich echt nervt? Aber der Brunnen ist sofort, wenn ich euch dazu provoziert habe. Ja, die rasten richtig aus. Das Gift wirkt. Das ist so unverhältnismäßig. Die Krankheit breitet sich langsam aus. Alter, ich habe ihm einfach nochmal... Ich versuche, ihn wirklich herauszufinden. Wo sind die Piraten eigentlich? Oh, die greifen gerade seinen Hafen an. Alter, seine ganzen Schiffe. Alter. Dabei sind es nur 3 Piraten. Das ist eigentlich voll wenig. Selbst zuzuschreiben? Hast du das letzte Mal schon gesagt, dass nicht so wenig sind? Ja, ne? Also, verglichen mit einer Heuschreckenplage sind 3 Piratenschiffe jetzt nicht so die Herausforderung. Ja. Eine Ware wird knapp. Alter, das bin ich froh, wenn das Spiel rum ist. Warum? Weil das mit dem Elfenbein einfach übel abfuckt, Alter. Ich bin nur noch dabei, die ganze Zeit vom Händler wieder zu mir zu fahren und Elfenbein händisch zu kaufen, weil du vom Händler ja keine Handelsroute machen kannst. Dein Typ bringt dir nicht genug, oder was? Bitte? Dein Handelspartner bringt dir nicht genug. Nee, irgendwie. Euer Besuch wird den Maharaja interessieren. Krass. Der Pirat geht mir auch übel auf den Sack, Alter. Mit dem kannst du ja handeln. Vielleicht verkauft ihr der mehr. Nee, ich greife die ganze Zeit an, da wird er mit mir nicht handeln. Ja gut, das ist halt irgendwie Krieg anfangen oder so, damit du dann die Reputation bekommst. Ach, stiehl mir bloß nicht die Zeit! Oder halt bezahlen. Ich erwarte eure Anweisungen. Nee, der schmierige Schleimfinke bringt von mir nix. Alter! Wie sich die Pest da mega ausbreitet. Ich hab extra... Na, dabei eben brennen die Gebäude. Dann ist da noch die Pest, dann ist noch Insektenplage. Okay.
Alter, shit, Insektenbug ist jetzt. Ja, die rasten richtig aus. Der tut mir richtig leid eigentlich. Bei euch und meine Laune steigt. Immerhin, die Beliebtheit ist wieder höher. Bei ihm oder was? Ja, also, Silber, ja. Ja. Aber scheint es gut überstanden zu haben. Ja, einigermaßen. Die Gebäude, die gerade alle abbrennen. Ja. So, die geklaute Insel muss ich noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Marmor runterbringen muss, das ist euer scheiß Ernst. Bin ich Marmor? Nee, natürlich nicht. Was immer ihr wünscht. Da oben händisch Marmor abholen. Nee, hinaus aufs Meer. Hinaus. Beim Klabauter, ich schlag ein. Beim Klabauter, Klaus, ich schlage ein. So, langsam kriegen sie wieder Pelze, das ist auch schon mal gut. Ich frage, hält das auch? Zurzeit 0 Tonnen Pelze im Lager. Ich glaube, das hält nicht so lang. Der kommt jetzt erst wieder an. Ach du Scheiße. Wohl rum dabei? Dann müssen wir die Handelsroute wohl umändern. Kauf alles an Pelzen, was du da findest. Bist mit allen Wassern gewaschen. Halt auch, weißt du, du kannst dich halt nur mit einem Volk verbünden, mit dem Piraten. Komm und setz dich zu uns dem Tetonkas verbündet, dem Tetonka verbündet sein könntest. Ach, meine Handelsroute war pausiert für das Elfenbein. Im Rahmen des Namen willkommen. Schiff. Was ich Elfenbein eigentlich in der Handelsroute habe, habe ich gerade immer Elfenbein händisch für Händler gekauft. Ja, dann ist es natürlich klar, dass da nichts kommt. Sehr gut, nur so, oh, voll ätzend, wir können uns so darum kümmern. Alter, richtig dumm. Okay, das steigt langsam. So, jetzt fährst du aber los hier, come on. So, Schmuck brauche ich noch. Und Parfüm und dann bin ich soweit. Das fährt jetzt hier hin. Weißt du noch die Parfümzusammensetzung? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, muss ich selber googeln. Warte, ich google mal extra für dich. Danke, danke. Dein Schatz. Wer ist denn gelb, Alter? Hier steht noch eine Werft vom Schallas. Echt? Ja. Wo? Auf der Insel hinten, die geht doch nicht kaputt. Wo denn, wo denn? Auf meiner neuen Hauptinsel. Große Werft. Tatsache. So, hä? Das ist doch außerhalb von dem Radius so. Wer ist denn gelb? Moment mal. Mega gut. So, was wolltest du wissen? Für Schmuck, ne? Ja. Eine Edelstein, eine Gold, zwei Goldschmieden. Ah, nee, für Parfüm. Schmuck wusste ich schon. Was? Eine Edelstein, ein Gold, zwei Goldschmieden, ja. Parfüm, das war das ein Walfänger, drei Ambra, sechs Parfümerien, 12 Gewächshäuser. Jo. Ich bin froh, dass ich euch nicht an den schwarzen Tod verloren habe. Danke, danke. Freue mich auch, dass ich noch lebe. Wie ist die Order? Was muss ich da mal? Schiff, ahoi! Es kann sofort losgehen. Ja, das ist versenkt. Auf euren Befehl. Kann ich mir nicht Schiff, leisten, ahoi, euch zu unterhalten. Oh. Der Wind steht günstig. Der Günst steht windig. In die See. Schiff, ahoi! Was? Der Günst steht windig. Der Günst steht windig. Warum stehst du da eigentlich rum und machst nichts? Ah, dieses blöde Holzproblem, ne? Fehlt dir Holz? Ja, auf der Hauptinsel, ja. But why? Weil ich es da nicht mehr herstelle, nur noch in zwei Holzfällern. So. Wir können los. Das ist das Problem. Ich hätte eigentlich auch gar keinen Platz dafür hab hier. Alle wieder händisch gießen muss. Ja, komm, beim Kakao kostet 10 Gold, die zu gießen. Und Tabak auch. So, Forschung vollendet, alles klar. Ja, jetzt nimmt mein Geld aber gut ab hier. Ja, die Forschungen sind teuer. Ja, ich mach die jetzt noch schnell fertig und dann hab ich's, weißt du. Schiff, ahoi! So, Poseidon, du kannst dann schon mal. Da, da, da,
Jedenfalls. Kannst du noch da? Nee, Moment. Anstatt einladen, Schmuck. Dann fährst du Bleiküste und fährst du dahin. Nee, da verkaufst du keinen Schmuck. Einladen. Schmuck. Einladen. Das. Ausladen. Ausladen. Du bist auf Zack. Prost. Merci. Prost. Einer noch. Dann ist aber schön. Bereit zum Auslaufen. Prost. Kann ich die Handelsroute ja löschen? Route 8. Löschen. Captain an Deck. So, machen wir zwei Schmuckhersteller hier hin. La la la. Schmuckhersteller. Ist mittlerweile alles an die Königin gezahlt oder immer noch nicht? Nee, immer noch nicht. Ist aber auch gierig. Dauert halt immer, das ist halt das Ätzende, dass es halt so ewig dauert. Ja. Bis sie ihre Tributzahlungen fordert. Ich bin bei 80% der Unabhängigkeit. Immerhin haben wir das erste Anno heute durch. Was wir durchspielen. Ja, ja, deswegen das geht auf jeden Fall durch. Und ein Bärchen. Ein bisschen mehr Tabak wird auf jeden Fall nicht schaden. Es war mir schon klar, dass ich gerade ein Lager krieg. Lager zu voll? Ja. Problem ist, dass der Hansel im Moment nicht kauft. Oder nicht so viel kauft, gefühlt. Hier, Alkohol. Ist too much. Alkohol. Kauft das jemand hier? Weiß ich gar nicht. Tetonka. Wir kaufen Tabak. Tetonka, Tetonka. Wenn es rot ist, kauft das au. Kauft er au, verkauft das, ne? Verdammt. Nee, rot kauft er ein. Echt? Nee, grün kauft er ein. Achso, stimmt. Ja, das recht. Oder? Ja, hast recht. Schade, dass hier niemand Interesse an einem kleinen Nebenverdienst hat. Du hast recht. Wie immer, oh großer Weiser Merlin. Ja, warum sind die angepisst? Was fehlt denen? Hä? Oh Mann, jetzt angepisst. Ohne Grund, oder was? Warum brauchen die plötzlich keinen Senat mehr? Bordsblitz, du bist auf Zack. Ach, hier die auch noch. Da stelle ich einfach die Versorgung von meiner alten Insel ein und stelle alles auf die neue um. Und scheiße, die kriegen jetzt kein Parfüm mehr. Haben die da oben zu viel Parfüm oder reicht das gerade so? Ja, ist gerade ganz okay. Baumaterial hochschaffen. Schiff, ahoi. Und los geht's. Hier eigentlich machen, oder? Was fehlt da oben? Leinen los! Ein neues Gebäude wurde erforscht. Alter, dieser dumme Pirat, ne? Geiler Dude. Geht mir richtig auf die Nerven, Alter. Na Mann, lass mal meinen Pirat in Ruhe. Geht mir richtig auf den Sack.
So, ich route jetzt einfach meine Parfümrouten um. Mal gucken, was dann in meiner alten Stadt passiert. Wie die das so finden. Ach, deswegen kriegen die da unten noch nichts mehr, weil da oben das Ding leer ist. Verstehe. Bei Wolfshafen kommt es raus. Ich fahre jetzt nach Atlantis. Sorry. Alter, der Jorgensen hat bei mir fast 2000 Gold eingekauft. What? Sollen wir mal Geld geben? Wird das auch ganz so, sicher reichen? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Leistung folgende Auszeichnung erhalten, die Bronzemedaille. Bitte? Was habe ich denn getan? Bei dem ist immer noch die Pest. Alter, meine Forschungen gehen so schnell, ne, weil ich so viele Universitäten jetzt rumstehen habe. So vielen Leuten im Radius. Je schneller die Uni, je mehr Unis du hast. Ah, genau, okay. Kriegst mehr Forschungspunkte. Ah, verstehe. Ach, kein Wunder, dass hier nicht so zufrieden sind. Vielleicht noch der Gerichtshof. So, gleich besser, hä? Huh? Jawohl. Aber als ob denen die Schmuckproduktion reicht, das bezweifle ich. So, Pelze gibt es auch keine mehr für euch. Die Pelzroute wird eingestellt. Pausieren. Zeig mal die Route. Tut mir leid, Route 4 wird gelöscht. Gibt nur noch Pelze für oben. Leinen los. Na, willst du beim Würfeln dein Glück versuchen? Und dann wird die aufs Maximum hochgedreht. Und eine Route wollte ich hier. Ja, macht ihr ja schon okay. Was immer ihr wünscht. So, mal ein bisschen Vorräte aufbauen, indem man einfach die eiserne Ration anfordert. Ihre Bevölkerung schneidet den Gürtel enger. Ich netter zum Feldbruch Sardine sein. Ja, hör mal auf den. Das finde ich halt geil, dass sowas geht. Was? Nein. Hä? Nein, das würde mir im Traum nicht einfallen. Also schon. Nein. Warum sollte ich das denn machen? Ich habe das nicht gemacht. Ich muss im Stream nachgucken. Alter, war so richtig hart, ne? Bitte? Die Pest hat, ist halt so richtig hart ausgebrochen. Ja, bei mir aber auch, aber wir sind auch auf schwer eingestellt. Hat sich ausgezahlt. Wir haben es aber auch zugegebenermaßen auf schwer eingestellt. Ja, sonst ist es ja langweilig. Ja. Das ist korrekt. In Ordnung, altes Schlitzohr. Jo, einfach mal zum Repräsentieren, was man so hat. Alter, voller Scheiße. Nice. Ah, der vorletzte Tribut. Sehr schön. 90% habe ich. Bei mir kommt langsam Parfüm rein. Alter, what the hell? Scheiße. Wie viel will die haben? Nee, das ist 53.000. Ach so. Aber guck mal auf meine Insel, Alter. Ach du Scheiß, Junge. Also ich glaube, dass du doch da deine Finger im Spiel hattest. Das würdest du am Brunnen sehen, wenn er vergiftet wäre. Alter, hast du überhaupt genug Mediküsse? Ja, ich habe schon 3 gebaut, ich baue jetzt noch einen. Alter, wie ist denn das? Wie konnten das passieren? Also wie ist denn das passiert, dass das so heftig jetzt ist? Bei mir war es auch arg gerade, aber nicht so arg. Das ist halt richtig krank. Total. Was immer ihr wünscht. Kapitän?
Eieiei. Ich brauche hier oben erstmal gescheite Straßen hin, das kann ich mir ja leisten. Spiel gesichert. Du Demagoge, spring das Ding da mal weg. Alles in Deckung! So ein schöner antiker Steinkreis, Bootsvergisser. Ruft mich, wenn es wieder knallen soll! Bitte nochmal ganz kurz für Parfüm. Wie viele Blumen brauche ich? Ey! Oh. 12 Gewächshäuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also. 9, 10, 11. Die maximal drauf kriegen. Oder? Ja, Tatsache. Einmal noch drauf kriegen auf jeden Fall. Gefühlt steckt sich gerade jeder einmal an. Hier ist mir wie mit weißt du, wie Corona, Corona hier, das wie nennt man das Massending da? Pandemie, Forschung, die Herdenimmunität. Achso, gegen die Pest, ja. Ja, so ist meinst es wohl kollektives Pest, Sterben hier bei der Pest, aber die ja, so Mortalitätsrate doch bei 40% oder so. Was jetzt? Ja, warum habe ich einen blauen Rahmen um mein Bild? Irgendwas stimmt nicht. Ja, warum kriege ich die? Das habe ich aber auch. Wegen der Nacht vielleicht. Wegen der Nacht vielleicht, ja. Komm, der ist manchmal da, manchmal ist er weg. Du hast die Erlaubnis, uns deine Waren anzubieten. Boxer, Quartel, biete ich mir einen Vertrag an. Eine zufriedenstellende Antwort. Ich habe ihn gerade nicht mehr. Hey, hast du keinen Vertrag mehr mit den Piraten? Doch, aber der bietet mir nur einen Handelsvertrag an. Handel ist ja okay. Ah, okay. Warum auch immer mir der jetzt einen anbietet. Ja, die Scheiße zieht einmal durch die ganze Stadt, krass. Also das ist so heftig hatte ich die noch nicht, ne? Die Pest hier, also. Das ist gerade schon echt krass. Läuft rückwärts und bergab. Aber läuft. Produziere ich auch nicht ein bisschen Blumen über. Freust du dich darüber gerade oder was, du Arsch? Nein. Würde ich niemals wagen. Wasch, du Bläder. Wasch. Alter, passt es dahin? Das wäre natürlich geil. Wenn jetzt trotzdem noch der Dupin passt. Mega nice. Richtig cool. Die Insel finde ich die schönste. Lienmünden, die oben bei dir in der Ecke ist. Die mit den Blumen. Weil sie so richtig schön bebaut ist. Ja, wie, wo? Welche? Die ganze Richtung Norden, meine. Die nördlichste von meinen. Wenn ich Parfüm herstelle. Eine Blumenwiese. Jawohl. Alter, Alter. Halt vier von den Dingern brauche, ey. Und wohl Blumen kann ich hier auch anbauen. Ja, nice, Alter. Das alles reicht richtig gut. So, hey, wieso hast du deine Badges nicht mehr dran? Deine Donator-Badges? Weil das sonst zu viele Badges waren. Alter, ist immer noch alles grün bei dir. Ja.
deswegen sage ich doch, Alter, das ist krass. Brutal. Ach so. Ich frage mich, warum ich genug von allem habe und habe die eiserne Ration drin und ich habe gerade so genug von allem. Moment. Das ist nicht schlecht. Alter, aber die Pelze kriegt man echt viel zu wenig, ne? Pelze? Also ja gut, die Kolonialware. Ach so, ja, genau, ja. Warum steht ein Handelsschiff von dir beim Händler? Weil ich da immer Elfenbein einkaufe. Da muss ich auch mein Zeug einkaufen. Mega ätzend. Das ist halt richtig nervig, ja. Sag ich ja, dass das zu wenig ist. Wenn du ab einer gewissen Größe... ist es zu wenig, was der Typ anbietet. Und dann finde ich das eine Frechheit, weil... Wir empfinden du bist eure darauf angewiesen, als einen weißt du? Affront gegen uns. Du mit zwei Inseln, wo auf zwei Inseln die Leute wohnen. Ja, einer kriegt jetzt keinen Pelz mehr. Und es reicht trotzdem nicht für die andere. Ja. Muss ich auch ein Schiff hinschicken, das da einkauft. Du kannst nicht mal eine Handelsroute machen, ne? Ja. Im Händler nicht, ne, da musst du immer hinterher sein. Deswegen ich glaube, da gab es irgendeine Mechanik mit der Unabhängigkeit, wenn die erreicht hat, ist dann irgendwas passiert. Weiß es aber nicht mehr. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ja, Pelze gehen zur Neige, ich hab schon ein Schiff hingeschickt. Captain an Deck! Lauf, Pelze, so viel du kannst. Und lauf. Ich bin hier, wenn ihr wieder was braucht. Kapitän? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, das wird nicht reichen. So Funkwerkzeug hier. Beim Klabauter, ich schlag ein. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die eiserne Ration wurde verschleißt. Oh oh, die eiserne Ration ist aufgebraucht. Dude! Wie lauten die Befehle? Gotta go fast. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Mir egal, ob ihr jetzt hier keine Pelze mehr habt. Braucht das Zeug woanders. Captain an Deck! Kapitän! Mir egal. Alles hört auf euren Befehl! Bringt alles hoch, was ihr könnt. Boah, gerade so eine Pelze hingebracht. Kurz bevor es leer gegangen ist. Wie ist die Order? Der Wind steht günstig. Gib mir Werkzeug. Und noch ein bisschen Lampenöl nehmen wir einfach mit. Der Wind steht günstig. Wie ist die Order? Oh, die Aristokraten ticken raus, wenn die Pelze leer sind. Oh Mann. Ach, hätte ich nur halb so viel Einfluss wie ihr. Aber es fehlen immer noch mega viele Aristokraten, bis ich hier mein Zeug hab. So, gleich ist die Pest weg, Alter. Zwei Häuser noch. Gott sei Dank, Alter. Der Kommandant wurde auch mal Zeit. Die war da jetzt schon ein Weilchen, ne? Die war gerade richtig hart, ja. Ich benötige Hilfe in einer delikaten Angelegenheit. Was immer ihr wünscht. 32 Tonnen Marmor. Machst du das? Ja. Wie auch die Pelze. Ja, ich eigentlich auch, ne? Es ist immer wieder eine Freude, bei euch einzukehren. Du bist schneller als ich. Captain an Deck! Verstanden! Wie lauten die Befehle?
warten die Befehle. Captain an Deck! Kapitän? Kapitän? Verstanden! Feuer verwüstet ihre Stadt! Alter, wenn sich wieder Feuer ausbricht. Leute, ihr wisst doch, was entweder Medikus oder eine Feuerwehr haben kann. Beides geht nicht. Was ist ein Kanonenturm ab? Was soll ich denn damit? Kostet nur Geld. Habe ich hier überhaupt Kanonentürme rumstehen? Rasch die Lieferung. Die Sache duldet keinen Aufschub. Meine Anerkennung. Oder 19 Kanonen. Wer nimmt denn da 19 Kanonen, bitteschön? Ja, ist halt echt so weit. Unglaublich, wie schnell ihr diesen Auftrag erledigt habt. Soll ich jetzt meine alte Hauptinsel wohl mal einreißen, ne? Bitte? Ich werde jetzt wohl mal meine alte Hauptinsel einreisen. Echt? Die lohnt sich einfach nicht. Wegen dem Pelz. Ja gut, die kriegen erstens keinen Pelz. Zweitens mal brauche ich auch noch drüben Schmuck. Und hier habe ich alles für Schmuck drauf. Sonst muss ich noch eine Insel einnehmen. Also die Insel lohnt sich einfach nicht. Mal schnell ein paar Holzfäller weg. Ein paar Lagerhäuser hinklatschen. Und dann wird eingerissen. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ja, Schmuck wird auch knapp. Mir fast gedacht. Kostet mich auch gerade mega viele Steuereinnahmen. Aber hey. Das Umziehen. Ja, natürlich. Die ganze Produktion läuft hier ja noch. Alter, was hast du hier für viele Markthäuser? Wieso stehen da so viele Markthäuser? Damit ich die Baumaterialien nicht verliere. Genau. Alter Vater. Damit die Kapazität vom Warenlager erhöht wird. Achso, die wird dadurch erhöht? Ah. Ja, ja. Die ist bei 590. So. Guck ich mal, dass ich meine Handelsrouten neu organisiert kriege. Ey, ich zieh niemals in der Hauptinsel, um mich jetzt lassen sollen. Wieso? Ja, weil es mega aufwendig ist. Hast du vor allem übel schlechte Bilanz jetzt gerade bei dir, ne? Ja, ja. Gut, da kann man ein bisschen dran arbeiten. Jetzt muss ich meine ganzen Handelsrouten durchgehen. Ida wird jetzt auch einfach umgeleitet nach Atlantis. Aber noch Handelsroute 3. Okay. Handelsroute 5. Die können wir ganz streichen, ohne Scheiß.
ich natürlich auch alle langsam um. Wenn sind Warenhäuser, aber erstmal. Das kostet halt auch so viel Unterhalt. Naja, gut, 15 pro Stück geht noch. Aber trotzdem. Nice, Alter. Ich habe alle Forschungen gemacht, die man machen kann. Super. Da muss ich natürlich auch noch ran. Jetzt, wo ich gerade Geld habe, sollte ich es vielleicht machen. Ich noch die Haubitze. Dann habe ich auch alles. Potzblitz! Du bist auf Zack! Potzblitz! Ihre Lagerhäuser werden von Ratten. Ernsthaft, jetzt kriege ich hier Ratten hin, Alter. Nicht euer Scheiß Ernst. Wow, weißt du? Was davon betroffen? Das blinkt irgendwie gar nicht mehr, was davon betroffen ist bei mir. Normal blinkt das doch dann so, ne? Was davon betroffen ist. Bitte? Normal blinkt das doch dann so, oder nicht? Ja, ja. Muss die Seitendinger auch ausklappen, weil manchmal steht es dann da drin. Da kommt eigentlich kein Gold mehr ran. Leider nur eine Goldmine bauen, das ist halt belastend. Ja, genau deswegen habe ich gerade meine Insel abgerissen, weil die nicht genug Schmuck auf der anderen haben. Die Königin müsste jetzt endlich einfach mal hierher kommen und dann passt es, weißt du? Irgendwas passiert dann auch, wenn die Unabhängigkeit hat. Ich glaube, es bringt irgendwas. Aber frag mich nicht mehr was, das ist ewig her. Eine Ware wird knapp. Weißt du noch das Verhältnis von Brot? Bitte? Weißt du noch das Verhältnis von Brot? 4 Getreidefarmen, 2 Mühlen, 1 Bäckerei. Okay, super. Das habe ich ja zum Glück schon so. Oh ne, habe ich gar nicht. So, jetzt habe ich's. Ich räume den Weg frei. Oh, die Königin ist in Ranzingen. Ja, ernsthaft? Jo. Nice. Meine Sprengung war mir ein echtes Vergnügen. Direkt zwischen den Pestgebäuden. Verschenkt die Kolonialwaren. Ah ja, da kriegst du Kolonialwaren, siehst du? Guck mal, wie die da sitzt. Ich weiß, ja, hab's gesehen. Verdammt, da muss ich mir jetzt ja richtig beeilen. Guck mal, dass hier bei mir auch mal ein Stück gibt. Dadurch, dass du dafür, dass du immer weiter warst, habe ich dich gut aufgeholt, muss ich sagen. Das stimmt. Habe jetzt eins auf die Werft abgerissen. Das war vielleicht nicht so schlau. Vielleicht bräuchte ich nämlich noch ein paar Schiffe. Ihr wünscht. Was ist denn da? Kapitän.
Kapitän? Captain an Deck! Kapitän? Captain an Deck! Wie lauten die Befehle? Wie ist die Order? Hey! Ich hab nichts Dunkel gemacht. Ah, dann kriegst du jetzt ein Feuerwerk. Feuerwerk. Ja. Kriegst jetzt ein Unabhängigkeitsfeuerwerk. Weißt du, Feuerwerk zu der Zeit ist schon da. Ja, gab's in China, gab's das schon. Echt? Ja, in China, aber wir sind ja nicht in China. Ja, aber du hast ja Kolonialtypen in China. Stimmt, ja. Ertragreich wie immer. Nice, muss ja mal sagen, was es noch auf eurer Insel. Was es noch bringt. Es bringt nämlich noch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Also viel Kolonialwaren habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Kommt noch, kommt noch. Ich wollte auch nochmal eine schnelle Werft. Und trotzdem noch mal zwei große Handelsschiffe. Wird jetzt auch Nacht? Ja. Sag ich, deswegen habe ich ja ey gesagt. Ja, aber ich kann nichts dafür diesmal tatsächlich. Ja, ja, ich weiß. Der Wind steht günstig. Noch produzieren Tabak? Nee. Neuer Truppentyp erforscht. Die ist die ganze Zeit hier, oder was? Das weiß ich nicht. Glaub nicht. Nee, die bleibt auch nur begrenzt. Bleibt nur begrenzt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Die ganze Zeit da bleibt. Schiff fertiggestellt. Auslaufen. Leck. Alexa? Nein, du hast die Verbindung verloren. Jetzt bist du wieder da. Ich hab's gerade gemerkt. Du hast mich verlassen. Hallo, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ich hab heute vorher schon mal ein bisschen Internetprobleme gehabt. Schon wieder. Einer ihrer Mitspieler ist nun unabhängig. Bin ich jetzt echt raus oder was? Du bist raus und jetzt bist du unabhängig. ich kann deinen ganzen Shit einnehmen. Ich hoffe, der hat vorher gespeichert. Deine ganze Inselwelt ist jetzt weg. Ja, was denn? Ja, ich weiß nicht, deine Sachen sind jetzt alle aufgegeben. Oh Mann, Alter. Gerade jetzt, wo die Unabhängigkeit erreicht hat, ich kann mal laden. Ja, bei dir sind bei mir alle Sachen. Bei mir sind deine Autosave ist von 19.10 Uhr, das kann ja nicht sein. Ah, doch, aber das ist ja schon ein Weilchen her. Oh, super, Alter. 19.10 Uhr nochmal laden dann? Ja, muss ja, ne? Ja, muss ja. Ah, super, danke Vodafone, ey. Alexa, was macht die denn da oben? Lass sich wieder verbinden wahrscheinlich. Ach, scheiße, ja. Ey, weiß ich, bin alles eingerissen und so und jetzt so. Ja, es tut mir sehr leid. Ich kann da nichts dafür, ich hab heute Nacht. Ja, es war aber nur so ein kleiner Schluck auf, weil du warst noch im Teamspeak. Das finde ich halt geil, Teamspeak oder so verliert irgendwie nie die Verbindung, sei denn du bist wirklich weg. Ja, ja. Ja, nice. Ja, irgendwie so ein kleiner Schluck auf oder so muss gewesen sein, ja. Autosave. Willst du aber starten? Einladung ist raus. Scheiße, scheiße. Alter, vor allem gerade, wo ich die Unabhängigkeit bekommen habe. Ist aus dem Spiel rausgeflogen. Hat die Unabhängigkeit erreicht. Nice. Yeah, bing. Ach du Scheiße, das ist aber ein ganzes Weilchen her. Ach du Scheiße. Ja, das ist aber nicht von 19.10 Uhr gewesen, oder? Wir haben in 20 Minuten so viel gemacht. In eurem Lager findet sich immer etwas Interessantes. Oh no, Alter. Danke, Vodafone. Kannst du laut sagen, Alter. Ich habe schon gesagt, wenn ich heute Internetprobleme so richtig kriegen würde, dann würde ich aber sowas mal von abgehen, Alter.
gerade in Quarantäne, brauchst du dir die Scheiße am wenigsten. Ja, echt so. Kriegt dir eine dicke Bandbreite auch nichts, wenn es nicht 3, 4, 5 Tage im Jahr nicht geht, ne? Ja, eben. Oder abbricht. Ich leite jetzt trotzdem einfach alles um. Forschung vollendet. Dann sperre ich den jetzt einfach Schmuck. Guck mal, wie die damit zurechtkommen. Dann gehen die doch gleich auf die Barrikaden, Alter. Ich lass die Insel jetzt hier und klau denen einfach den Schmuck. Ja gut, Schmuck ist ja in denen ihrer Zivilisationsstufe und nicht mal in Zivilisationsstufe vorher, also... Ja. Eigentlich dürfen sie nicht auf die Barrikaden gehen. So. Wow. Ein Kommandant unterstützt den Aufbau ihres Militärs. Captain an Deck! Alter, hier läuft doch meine eiserne Ration, what? Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ja, Pelze sind leer, Leute, so sieht's aus. Beim Klabauter, ich schlag ein. Captain an Deck! Ich hab ja gedacht, ne, dass mein Ausbilder mir heute eine E-Mail schreibt. Wenn er das Zeug da mir hochgeladen hat, ne? Mhm. Ich machen soll. Er hat's einfach gemacht, ohne mir Bescheid zu geben. Läuft, Alter, jetzt mache ich jetzt gerade noch ein bisschen. Nice. Alter, wie schnell die Werften hier sind. Oh, warte mal, wir haben doch noch ein Handelsschiff hier. Oder? Nee, Ruten. Und die Tabak klaut, die hier. Ah, doch einfach mal das ein und das dann da aus. Passt. Kapitän. So, wenn wir ein bisschen Geld sparen. Hier mal einreißen. Das einreißen. Den Palast da einreißen. Passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. Sonst bringe ich ja schon mal... Wie ist die Order? Ordentlich Werkzeug, immer oder? Was immer ihr wünscht. Wird nämlich gleich gebraucht. Was immer ihr wünscht. Der Wind steht günstig. In die See. Kapitän? In die See. Wird gemacht. Wie ist die Order? Oh Mann, jetzt geht meine Bilanz trotzdem in den Keller. Dabei ich das hier oben schon so schön hingebaut. Auch wenn die Anlegestelle da gar nichts bringt. Jetzt kommt erst die Meldung, dass das, Alter, das ist ja echt schon ewig her. Jo. Autosave alle halbe Stunde wahrscheinlich. Hab ich das ja noch nicht mal gesprengt? Das gibt den ohrenbetäubenden Knall! Ich höre schon das Klimpern der Münzen. Ich lasse es jederzeit wieder für euch krachen. Danke, danke. Alter, war ich gerade hier dabei, die Steinstraßen abzugraden. Deswegen war die Kamera auch hier. Deswegen sind ja noch nicht alle Straßen abgegradet. Danke, Vodafone. Der Wind steht günstig. Wie lauten die Befehle? Schiff, ahoi! Der Wind steht günstig. Kapitän? Aber die Routen sind ja schon so weit auf. Ja. Captain an Deck! Der Wind steht günstig. Bereit zum Auslaufen.
Euer Vorankommen habt ihr nur uns zu verdanken. Euer Vorankommen habt ihr nur uns zu verdanken. Macht ihr aber nicht ins Höschen, Eure Majestät? Ein wahren Vorrat geht zur Neige. Mach das. Wie ist die Order? Bereit zum Auslaufen. Captain an Deck! Captain an Deck! Wir sind im Geschäft. Ich will jetzt auch die Unabhängigkeit. Ich hätte sie gerne auf dieser Insel. Die eiserne Ration ist aufgebraucht. Ja, eiserne Ration ist aufgebraucht. Ist nicht so, Leute. Neuer Truppentyp erforscht. Kurs gesetzt! Und klaut den schon mal alles. Alles hört auf euren Befehl. Schafft's darüber. Die habe ich um einige Münzen erleichtert. Ah, wunderbar. Die Pest ist vorbei. Sehr schön. Das ging aber jetzt schneller, guck mal. Ja, irgendwie schon, weil sonst wie noch Pest, als die Königin da war, oder? Nee, die kam kurz danach, kam die letzte Zahlung. Aber da war es noch grün. Aber die Flotte ist bereit. Nee, das war nicht mehr grün da. Bei mir war es noch grün auf dem Bild. Echt? Okay. War kein Totenkopf also mehr drüber, war es noch grün. Das ging auf jeden Fall jetzt gerade richtig schnell, weil das nicht durch jede Häuser gegangen ist, sondern irgendwie gerade so richtig schnell behandelt wurde, keine Ahnung. Vielleicht war das vorher auch ein kleiner Bug oder so, es kann halt auch sein. Die Azteken sind gewillt, mit Götter sind mit uns. Bereit zum Auslaufen. Wie lauten die Befehle? Holst mal mehr Gedöns. Leinen los! Mehr Marmor. So schnell Marmor? Mir Marmor verkaufen. Ich versuche so viel wie möglich herauszufinden. Möchtest du mir Marmor verkaufen? Ja. Komm ran an die Hauptinsel, dann kriegst du Marmor. Ich dachte, du lieferst den auch noch. Hey, ihr da! Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Guck mal, jetzt hat er eine andere Aufgabe als davor. Ja, das stimmt, die ist wahrscheinlich immer random. Darfst du auch machen, weil der ist ganz oben bei dir, der Treibpunkt. Ja, ist schon unterwegs, Schiff. Ja, das ist so. Also wir können los. Ist ja klar, so schnell bin ich nicht da oben. Wie lauten die Befehle? Wie lauten die Befehle? Jetzt macht die Schnüffer. Oh, warte. Der Kommandant verlässt ihre Insel. Wahrscheinlich schneller bin. Ja, das Schiff, das mitnehmen, ist nämlich schneller. Und welches Anno wird dann das nächste? Weiß ich nicht. Ich wollte dich jetzt was anderes fragen, aber ich habe es leider gerade vergessen. Ach so, kommst du jetzt mit einem Schiff oder? Dann mit einem Schiff kommen. Wohin? Ei, nach Ranzingen. Nach Ranzingen. Heißt sie endlich Ranzingen? Wieso richtig noch nicht? Weil die Stadt richtig ranzig ist. Schiff, ahoi! Hey! Hab ich Schiff, gehört. Ahoi. Bitte? In die See. Hat gedauert, aber ich hab's gehört. Lang gedauert. Ja. Was immer ihr wünscht. Ja, Schiff ist unterwegs. Ob das Schiff überhaupt schnell genug unterwegs ist. Jorgensen, guck mal. Es wäre doch eine Schande, wenn deine Produktion da unten lahmgelegt würde, oder? Ich habe schon eine ganz besondere Rede vorbereitet. Ich glaube, er wurde erwischt. Ah, nee, wurde nicht. Nice. So schnell werden die Leute nicht mal an die Arbeit gehen. Das. Dieser Pirat, der nervt mich einfach so. Ein geiler Dude. Alter, was kommt denn da gerade für eine Flotte beim Jorgensen? Alter, wieder Kriegsschiffe der Jorgensen. Und eine anderen Kähne versenke ich auch noch! Nein, mein Spion wurde gefasst. Das ist alles, was ich herausfinden konnte. Das
12 Schiffe hat der Jorgensen. Alter, der Jorgensen hat 223.000. Falscht wie ein echter Pfeffer. Der Jorgensen hat eine Bilanz von 223.000. Plus. Vermögen hat er. Und plus hat er 3.200. Alter, nicht schlecht. Ja, mit dem seiner Insel, wie soll denn das gehen? Wie versorgt er die überhaupt? Latsch. Von einem Besuch in eurem Kontor bin ich nie enttäuscht. Schütt hier mal mit fest. Verstanden. Wie lauten die Befehle? Der Handel gilt. Oh, der Handel gilt. Mein Schiff ist in Ranzingen. Mit einer kleinen Lieferung edlen Tabaks könntet ihr mir eine Freude machen. Ein faires Geschäft. Was immer ihr wünscht. Ich mach die Preise leider nicht. Leider? Ja, sonst hätte ich jetzt gerade auf maximal gemacht. Also während ich einkaufe, ne? So, ja, genau. Dass ich merke. So während du klickst, einfach so langsam nach oben. Ein Warenvorrat geht zur Leiche. Wie die Urangst eines Autofahrers, dass sich der Benzinpreis während des Tanken ändern könnte. Neue Gebäude stehen zum Ja, das geht nicht, weil also es geht schon, aber es wird immer noch der alte Preis berechnet, aber... Ja genau, es ist der Preis, der... Wo du den Rüssel rausgetan hast, genau. Aus der Säule, wenn es sich halt kurz davor geändert hat. So, wenn du in der Schlange stehst oder so, ist ja. Halt scheiße. Ja, oder in der Schlange stehst, ja genau. Fällt sich an, dann nach 15 teurer oder so. Ja, Mann, Alter. Dann ist halt ätzend. Ja, Alter, ich hab jetzt keinen Bock zum Telefonieren. Ich bin zu fix. Warum denn nicht? Wer ruft denn an? Ach, Captain an Deck. Dein Kumpel. Oho, da habt ihr ja, was ich benötige. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ob Parfüm zur Neige geht. Was immer ihr da habt ihr dem freien Händler aber einen großen Gefallen getan. Selbstverständlich, Jürgen. Ich bin ja auch einfach ein guter Mensch. Bleibt Marmor. Der Wind steht günstig. Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht. So, was will die Königin eigentlich? Hä? Was immer ihr wollt. Es ist leider ohne noch Belang. Nichts gesagt. Kapitän? Richtig nervig. Bei mir auch noch nicht. Ich habe meinen Palast wieder abgerissen. Muss ich jetzt wieder bauen oder was? Da mal rankommen. Ach, hast du auch schon 4000 oder was? Oh, ne, 4000 brauche ich nicht, hab ich noch nicht. Was immer ihr wünscht. Ich dachte, ich brauche erst einen Leuchtturm. Ich dachte, du brauchst einen Palast und Leuchtturm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin bald bei 4000. Frage ist, ich glaube nicht, dass meine Wirtschaft die 4000 verkraft sind. Habe ich jetzt etwas schneller hochgezogen. Von unten werden denen auch bald die Pralinen ausgehen. Ich würde halt gerne, dass sie zur anderen Insel kommt. Aber das macht die ja nicht, ne? Oder? Ein Brand zerstört. Wir werden ja sehen, ob euer Eiland halten kann, was dieser prächtige Leuchtturm verspricht. Ja, ich habe einen Leuchtturm gebaut, das freut sie sich. Es brennt. Das ist schön. Die Insel hier wird sich auf kurz oder lang selbst zerstören. So, ich bin's auch auf komplett Aristokraten. Also beim Schachern macht dir keiner was vor. Oh, okay. Das wird vermutlich mein Verderben. Wie lauten die Befehle? Nahrung droppt schon hart. Kannst du deine ganze Bevölkerung versorgen mit Nahrung? Wenn die Team auch hier ziehen müssen. Naja.
Der Nachschub an Parfum bleibt schon zu lange aus. Macht nix. Alter, was ist denn mit der Königin? Ich liebe dich auch, wenn ich stinke. Bitte? Ich hab gesagt, ihr Parfüm geht aus. Wollte ich Ihnen nur versichern, ich liebe sie auch, wenn sie stinken. Der Nachschub an Parfum bleibt schon zu lange aus. Voila. Ist mir egal, solange die hier Parfum haben, reicht mir das. Wer anderen Parfum habt, ist mir egal. So, Alter, speicher mal. Gute Idee. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Königin hier, das letzte Zahlung gerade gemacht. Spiel gespeichert. Gut. Ich habe gespeichert unter Danke Vodafone. Alter, wie geil, man kann Vogeltränken bauen. Erhöhe die Zufriedenheit der Zeit. Nice. Jetzt zahlt mal bitte ein bisschen mehr Steuern. Zum Auslaufen. Ich erwarte hier schon einiges. Leider sind die hier alle zu klein, ne? Ja. Bin groß. C-Element. Nur C-Elemente bringen nichts. Kosten aber keinen Unterhalt, oder? Alter, droppt die Nahrung. Was ist denn los? Ach du Scheiße, und die Pelze. Botsblitz, du bist auf Zack. Wie lauten die Befehle? Verstanden. Ihre Lagerhäuser werden von Ratten heimgesucht. Genau, auch noch Ratten. Was immer ihr wünscht. Ihr glaubt mir nicht, meine Pralinen. Hier ein bisschen Nahrung noch mitnehmen. Schiff, ahoi! Bereit zum Auslaufen. Und los geht's. Und los geht's. Schiff, ahoi! Kapitän? Boah, ich hoffe, die Königin kommt bald. Oh, sie ist bei dir, oder? Ja. Das ist aber geil gemacht, das Feuerwerk. Sieht gut aus. Für die damalige Zeit. Komm, ich weiß gar nicht, ob die bei mir kommt, weil die gesagt hat, ich soll es auf der Hauptinsel machen, aber ich habe jetzt auf der anderen Insel einen Palast und einen Leuchtturm. Oh, okay. Ich hoffe mal, die kommt trotzdem. Bereit zum Auslauf. Ich habe nämlich keine Lust, auf einer anderen Insel zu bauen. Wie lauten die Befehle? Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich meine, ich möchte mir aussuchen, wo meine Unabhängigkeit gefeiert wird. Wie ist die Order? Wie lauten die Befehle? Leinen los! Wie lauten die Befehle? Leinen los!
Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Oh oh. Wird gemacht. Oh oh. Feuer ist nix gut. Alter, ich hab noch nie mal was von einem Hexadezimalsystem gehört, Alter. Ernsthaft nicht? Das ist Binärsystem bloß, statt 16 mit 2. Was ein Rotz mit Buchstaben. Was haben Buchstaben denn in Zahlensystemen verloren? Nichts. Ja, weil du, ja... Nichts haben die da drinnen verloren, Alter. Ich kann's dir aber erklären. Oh, ja, dann hau raus. Ja, natürlich, weil das Binärsystem hast du 0 und 1, ne? Ja. Und beim Hexadezimalsystem zählst du, bevor du den Umbruch machst, auf die nächsthöhere Zahl bis zur 16. Aber du hast ja keine höhere Zahl mehr als 9. Keine höhere Ziffer als 9. Und dann zählt er mit A, B, C, D, E, F weiter. Was ein Rotz. Ja, hast du noch nie so einen Hexcode mit einer Farbe gesehen? Ah! Ja. Dasselbe. Ja, das ist ein Wert in diesem Hexadezimalsystem. Wieso gibt's dann drei verschiedene Zahlensysteme, die man hernimmt? Also wofür gibt's dann einmal das Binärsystem und einmal das Hexadezimalsystem? Das Binärsystem ist, weil du damit logisch sehr leicht rechnen kannst. Ja. Und das Hexadezimalsystem lässt sich sehr einfach in binär umrechnen. Ja, aber wieso? Ja, weil kein Mensch kann sich... Also es ist viel einfacher, mit Hexerzahlen zu arbeiten, also weil die viel kleiner sind dann. Ja. Und wenn binär hättest du dann eine Zahlenkette von was weiß ich was. Ach so, und es verwendet die Basis 16, weil 0 auch wieder bei der Hexadezimalzahl 0 eine Zahl ist, verstehe. Ja, im System ist 0 auch eine Zahl. Ja. Als ob ich hier noch mehr Essen bauen muss, was ist denn los mit euch? Ob ihr Hunger habt, habe ich gefragt. Oh, das passt aber gut mit der Hauptstraße hier. Das ist gar keine Hauptstraße, ne? Na egal. Und jetzt bin ich unabhängig, oder was? Ja, irgendwas wird es schon bringen. Euch zu besuchen lohnt sich immer. Ich weiß nicht, irgendwie. Oh. Irgendwie nicht. Kapitän, wie ist die Order? Ach, weißt du was? Du kannst auch einfach Pelze einkaufen. Passiv. Ja, mache ich doch die ganze Zeit schon. Ach, und das geht? Ja. Weißt du, aber was? Er kauft halt auch nicht immer ein, so, weißt du? Ja. Captain an Deck! Ja, ich wünschte, bei mir würde auch mal kommen, ne? Was will die denn noch? Du feilst wie ein echter Pfeffersack! Ich meine, ich habe einen Leuchtturm, ich habe die vorgeschriebene Anzahl. Wir werden unsere Differenzen wohl niemals. Ja, yeah, sie ist da. Daher werden wir euch aus unseren Diensten in die Unabhängigkeit entlassen. Ich muss euren Sieg sofort in einem Gedicht festhalten. Nice. Sie verschenkt Kolonialwaren. Hoffentlich nicht meine Kolonialwaren. Captain an Deck! Captain an Deck! Captain an Deck! Ja, dann sind wir bald beide unabhängig. Was immer ihr wünscht. Hey, lass mal Jorgen von seiner Insel oben runtersprengen. Das gibt ein trächtiges Feuerwerk. Mist! Ah, wurde erwischt, scheiße. Ich wollte ihm das Konto wegsprengen. Der Wind steht günstig. Habe ich euch durch irgendetwas verärgert? Schade. Ja. Ja. Gut. Easy order. Okay, weiter. Kam da nicht noch irgendwas, was es bringt? Bis dato doch nicht. So, die Dame erklärt dir gerade die Unabhängigkeit. Hey! Beliebtheit hat sich deutlich erhöht von den Aristokraten. Echt? Ja, die waren bei mir auf gelb und jetzt wo es dunkel geworden ist, ist sie plötzlich auf hellgrün gesprungen. Oh. Also sie hat sich deutlich erhöht, vielleicht erhöht bei es mir die... Mir ist gleich geblieben, ne.
Echt? Ja. Hat sich ja bei mir geändert. Einer ihrer Mitspieler ist nun unabhängig. Jetzt bist du erst unabhängig, Laut. So, die Königin reist wieder ab. Dass sie schien kolonial waren, hat sie jetzt nicht verteilt, ehrlich gesagt. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Nice. Bereit zum Auslaufen. Was denn? Händlerauftrag. Hast du so viel, oder was? Ja, ich habe extra Pferde produziert, weil ich einen Junker ja, ich haben auch, will. Aber ich habe leider noch nicht so viele bekommen. Meine neue Hauptinsel ist zum Glück sehr nah am Händler dran. Der Wind steht günstig. Kommt vorbei. Ich könnte eure Alter, oder 96 brauchen. Von den Waren. Natürlich auch nice. Man kann ja keine Straße durchbauen. Sieht nur so aus, oder was? Eine Rosenhecke anstatt einer normalen Hecke. Auf, ja. Gib mir eine Junke. Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Euer Wunsch was hast du jetzt bekommen? Das ein Schiff, Junke? Ja, siehst du das? Wir sind ah ja. Die sind so geil, Alter. Die haben 4 Ladeplätze. Mega gut, Alter. Das ist so wie in Anno 14.4, ne? Das ja, genau. Ein Warenvorrat. Boah, so ein Kriegsschiff von denen wäre auch cool. Also gibt's aber. Moment mal. Ach, da wird Alkohol. Ja, die Stadt da hinten braucht doch keiner. Jetzt ist bald kein Alkohol mehr, aber hey. Ah, da teilt man immer durch 16, verstehe. Wenn du den Palast vergrößerst, erhöht sich die Beliebtheit bei deinen... Ja, guck ihr mal, ich hab den müsst besonders so wohlhabend groß. Sein, wenn ihr euch derart prunkvolle Bauwerke leisten könnt. Hä, bei mir springen sie immer zwischen Gelb und... Reizen wir es mal aus. Kannst mir noch ein bisschen Marmor verkaufen. Bereit zum Auslaufen. Schick dir die Dschunkel. In Ordnung, altes Schlitzohr. Dein Schiff beim Händler wird angegriffen. Ja. Was wünscht ihr? Pack mich übel ab, Alter, dieser scheiß Pirat. Kapitän, noch Werkzeug übrig. Wie lauten die Befehle? Cool, warte, Werkzeug kann ich mir vielleicht selbst ein bisschen besorgen. Wie lauten die Befehle? In Ordnung. Der Wind steht günstig. Was immer ihr wünscht. Und aber ich habe immer noch nicht die Unabhängigkeit, ne? Die Königin ist immer noch bei mir da. Begeisterung pur. Zwischen all diesen Hallo. Riesigen Gebäuden. Also dich immer verteidigen oder? Klein vor. Dem Palast einer cool. ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, kannst abreißen. Spart Geld. Muss meinen Palast unterhalten, das ist teuer. Ja, und nun? Ja, ich habe noch nicht die Unabhängigkeit erreicht, mein das Freund. Stimmt. Ja, Entschuldigung. Immer mit der Ruhe. Ich versuche den Palast mal noch ein bisschen größer zu bauen. Wohin geht es? Wollte mir mal ein bisschen Marmor vertickst. Was können wir tun? Wir werden uns sicher einig. So, warte. Ja, das Werkzeug hätte ich auch genommen, so ist nicht. Bitte? Das Werkzeug hätte ich auch genommen, so ist nicht. Ja, kannst du gern haben, oder? Ey, nur so wenig Marmor. Ein ja, tadelloser Hand. So. Ein ja, faires so. Geschäft. Nice. Mehr habe ich aber tatsächlich gerade im Moment nicht. Nehme ich. Was können wir tun? Die Firma danken. Ich glaube, diese. Diegel hätte ich auch im Angebot, falls du brauchst. Was? Diegel. Eine Diegel? Diegel. Einer ihrer Betriebe Diegel. Stellt nee, keine Waren mehr her. Diegel habe ich massenweise. Fast 5000 Aristokraten. Hast du jetzt, oder was? Passt, ja. Der Wind steht günstig. Da kommt die nächste Marmorlieferung. Wie lauten die Befehle? Bereit zum Auslaufen. Oh, tatsächlich hätte ich doch Ziegel gebraucht. Bereit zum Auslaufen. Ne, da kommt auch eine Lieferung was mit Ziegel. Was immer ihr wünscht. Passt schon. Bist du doch wieder verfeindet mit Piraten? Nee, warum? Sofort, deine Schiffe greifen die Piraten an.
Das ist nicht meine. Doch, das sind grün. Ach, das ist Jorgensen. Wo der dir hilft. Der Wind steht günstig. Voll nett ja, besser von ist es, Alter. Steht wir können den Piraten noch besiegen. In ihrer Siedlung gibt es keinen Alkohol mehr. Oh, die haben keinen Alkohol mehr. Jetzt wird eskaliert in meiner Siedlung. Jetzt geht's richtig ab. Ach du Scheiße, da wird jetzt Mord und Totschlag herrschen. Ich baue mal ein paar Feuerwehren. Und da eine, und da eine, und da eine. Wenn du einer Siedlung beim Untergang zugucken möchtest. Viel Spaß. Die Königin beendet ihren Aufenthalt auf ihrer Insel. So, die Königin ist jetzt weg. Nu? Ihre Bewohner sind unzufrieden und protestieren gegen die Missstände. Was für Missstände? Es gibt keine Missstände. Was anderes behauptet, dann auf den Scheiterhaufen. In ihrer Siedlung gibt es keinen Alkohol mehr. Ja, es gibt auch keinen Alkohol mehr. Prohibition. So, die Beliebtheit ist direkt da an der Grenze. So, direkt auf Geld. Wenn ich jetzt noch einen Flügel dran baue, ne? Das will ich jetzt wissen. Dann. Tut sich nix. Da wird auch angeblich die Beliebtheit. Also beim Schachern macht dir keiner was vor. Vergiss wie viel. Alter, ich kann hier noch einen Palast hinbauen, als ob. A 82. Wenn 11 plus. Und dann. Was ist ein 8 jetzt? 8 ist eine 8. Nee. A 82, das heißt, das ist die zweite Stelle, also ist es 16 hoch 1, oder? Keine Ahnung. Ihre Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Meine Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Nein. Was für scheiß Zahlensystem, Kacke, Alter. Was wünscht ihr? Na, richtig rumpisst, diese Scheiße. Ich bin hier genau auf dem Gelben. Und hier steht... Erhöht die Zufriedenheit der Aristokraten. Da gibt es dann ein Maximum. What the hell? Verstehe. Bestehen Sie? In Ihrer Siedlung gibt es keinen Alkohol mehr. Macht nichts, sonst einfach ein bisschen weniger saufen. Zwischen all diesen riesigen Gebäuden käme ich mir ziemlich. Doch, das erhöht richtig vor. Die Zufriedenheit von den Aristokraten. Dann kannst du richtig viel Steuern rauspressen. Mit dem Palast oder was? Ja, du musst halt viel Palast bauen. Ja. Der Wind steht günstig. Leute, bevor ihr alle. Zu euch hat sich bezahlt gemacht. Gib mir euer Baumaterial. Lohnt sich gar nicht mehr, euch hier aufrecht zu erhalten. Ein Wirbelsturm droht ihre Insel zu verwüsten. Nein. Nein, nicht meine Lieblingsinsel! Oh, geht's Schiff vom Händler weg. Nein! Nein! Was denn? Die Brände in ihrer Siedlung. Der Wirbelsturm ist einmal quer über meine Insel. Echt? Über welche? Meine Parfüminsel. Wo ist die? Hä? Da ist noch gar nichts passiert. Wow, da sind zwei Sachen hier. Zwei Sachen? Hat er mitgenommen. Er hat ein bisschen mehr mitgenommen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie es da voll ausgesehen hat. Er hat zwei Blumendinger mitgerissen.
Zwei tragen sie da rein und das Dock zum Anlegen. Wie lauten die Befehle? Kurs gesetzt! Ich habe leider keine Haubitze oder Mörser, ist das schlecht? Warum? Für einen Angriff. Wen willst du angreifen? Ja, das ist schlecht. Haubitzen sind sehr gut. Scheiße. Den Piratenblatt machen? Ja. Nice. Das will ich sehen. Du brauchst sehr viele Landtruppen, sehr, sehr viele. Wow, 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 Alter, verpiss dich. Ey. Wow. Naja, einmal die Küste lang besetzen. Oh. Was für Landtruppen sind da noch gut? Dragoner sind ziemlich stark. Dragoner? Dein Handelsschiff, bye bye. Oh ne, ist einfach, ist überlegt. Muss ich erstmal die Geschütztürme von ihm wegmachen. Und dann mit Dragonern, Haubitzen. Mörser sind auch gut, aber Haubitzen, Dragoner sind so das Beste. 10 haben mal kannst. 16 hoch 2. Plus mit allen 8 Wassern mal 16 gewaschen. Hoch 1 plus 3 mal 16 hoch 0. Ich bin hier multitaskingfähig, bin ich hier. Ah, nichts anderes habe ich erwartet. 10 mal 16. Ach. 10 mal 16 hoch 2. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu. Wird ja lustig. Der Wind steht günstig. So, ich bin unabhängig, oder? Ja. Und jetzt kann ich bei der Königin nichts mehr machen. Ihr habt eure Souveränität. Und nun geht uns endlich aus den Augen. Weißt du was? Ich habe ein Problem. Ja, welches? Der Domkaiser freut über ich kaufe beim Piraten meine Sachen. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Ja, muss ja wieder mit dem Tonka Handel treiben. Ich könnte ja auch mal ein paar Truppen Ihre produzieren. Insel wird von einem Wirbelsturm. Alter, als ob der jetzt gleich auf meinen Palast zusteuert, der Wirbelsturm. Was ist denn los mit dem? Auslaufen. Mann. Nein, Alter, der ist einmal quer über meine Insel! Ihre Siedlung brennt nicht alone. Boah, du Scheiße! Oh shit, Alter! Alter! Ja, das war's von Anno 1701. Das war doch ein sehr erfolgreiches Ende. Ja, gut, ne? Atlantis ist auch mal ist halt übergegangen. Ne? Ich hätte vielleicht die Stadt anders so benannt. Vielleicht wäre das nicht passiert. Ja, untergegangen, aber nicht aufgestiegen. Hier gibt's keine Tsunamis. Meine Güte, wenn man wenigstens Baumaterial wieder aufsammeln könnte. Oder man wenigstens sehen würde, wo er was zerstört hat. Künkai. Ja. That would be fun. That would be fun. Echt so, die Naturkatastrophen haben sie bewusst rausgelassen, ne? Fand ich auch ein bisschen schade. Ja. Die denn jetzt hin? Sind die blöd? Du musst ja auch aufs Schiff laden, ne? Ja, bin ich gerade dabei. Okay. Nur damit du Bescheid weißt. Bin ich gerade dabei. Bin ich auch gerade bei. Das ist ein ziemlich dumm, dass ich hier Markthäuser hinbringen muss, wo der Palast ist, Eine ne? Produktion kommt zum Erliegen. Das ist dezent dumm. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Macht es zumindest deutlich unschöner. Was haltet ihr davon, etwas für mich zu erledigen? Nix, es gibt ein Kriegsschiff für. Trinken Sie 5 Piratenschiffe. Das ist doch genau der Auftrag für dich. Nee, das mache ich jetzt diesmal nicht nochmal, weil das ewig gedauert hat, das letzte Mal, Alter.
Grenadier, Pikenier, Miliz. Was soll ich da machen? Alter! Hey! Grenadiere sind ganz gut, weil die sind so ein bisschen Fernkampf, schmeißen halt Granaten. Pikeniere sind auch ganz gut, aber die müssen halt in Nahkampf. Ja, dann mache ich doch mal hier nochmal Grenadier. Und die Milizen sind einfach nur Kanonenfutter, die kosten ja nicht mal Waffen. Auch Werkzeug. Captain an Deck! Mein Klabauter, ich schlag ein. So, die Tornadoschäden sind behoben. Größtenteils. Die Aristokraten, die weggepustet wurden, sind natürlich noch nicht wieder eingezogen. Naja. So. Captain an Deck! Schiff ahoi! Wie ist die Order? Wie ist die Order? Schon viel gesagt ist, Order 66. Ja, genau. Order 69. Hihihi. Soll ich im Schlaf seine Werft eigentlich mal kaufen? Ey! Was, du kannst gar nicht auch. Das wird gerade zu hell. Mach das Licht wieder aus. So, was machen wir noch? Lancierer. Dragoner. Keine Waffen mehr im Moment tatsächlich. Machen wir noch ein bisschen Kanonenfutter. Kapitän, wie lauten die Befehle? Und bis jetzt hält sich sogar, glaube ich, alles relativ gut. Wie ist die Order? Wir brauchen die Aristokraten auch weniger, wenn man dann unabhängig ist und einen Palast hat, einen großen. Weiß ich nicht. Der Anblick eurer Bauwerke ist eine echte Pracht. Genau, wieder auf die Grenze bringen und zu gucken, was es bringt. So machen wir das. Da ist schon wieder zu wenig Werkzeug hab. Scheiße. So ein Palast ist auch ganz schön teuer im Unterhalt. Ich mache nur noch 778 plus. Oha. Aber jetzt kann ich auch mal die Sachen abreißen, weil meine ganzen Dinger hier ziehen noch, obwohl ich hier alle Häuser abgerissen habe. Die Bevölkerung kann ihr Bedürfnis nach Glauben nicht stillen. Das soll sie auch gar nicht, so. Ich würde mal behaupten, es hat der Bilanz ein bisschen geholfen. Oh, die da auch weg. So. Kann ich mir wieder neue Palastteile leisten. Nice. Was können wir tun? Was können wir tun? Nimm mal Werkzeug mit. Und Ziegel. Was können wir tun? Oh, ich will eine Kriegsjunker haben. Mann. Machst du da jetzt eigentlich mit dem Piraten, oder? Nee, ich will sehen, wie du kämpfst. Alter, wow. Kann ich ja richtig ablosen, Alter. Easy. Was easy? Kleiner Pirat. Und zum Schluss hebt ihr mal alle Aktionen auf, machen wir Jorgensen noch fertig. Der Wind steht günstig. Alter. Du feilst wie ein echter Pfeffersack. Ein echter Pfeffersack. Der Wind steht günstig. Ja,
Zeit zum Auslaufen. Also ich muss mich gleich schon mal drauf einstellen, mit der Tonka klar zu kommen. So, die Händlerquest, die mache ich nicht. Ich hier einfach den Triumphbogen aufstellen. Nee. Ich nehme mich am besten unten hin. Ich überhaupt. Nein! Das ist generell nicht, ne, egal wie ich es drehe und wende. Oder? Doch. Da wird es hinpassen. Okay. Moment, nee, es muss hier anschließen. So, wo ist deine Armee? Wie seine Truppen rumrennen. Doch noch Milizen gebaut. In eurem Lager ja, findet sich immer keine Waffen etwas Interessantes. Ich dachte, Kanonenfutter ist nie schlecht. Gehen drauf wie nix. Ich hätte auch Kanonen und Waffen liefern können. Was immer ihr wünscht. Ich produziere jetzt wieder. Okay. Ich habe schon immer gewusst, dass ihr zu den ganz Großen gehört. Alter, wieso wird denn jetzt ein großes Kriegsschiff angegriffen? Ah, oh, der ja, dieser Pirat, Kriegsschiff, ne? Kann sich ja gut verteidigen, würde ich mal behaupten. Das ist auf der Elfenbeinroute. Weil das sind Tore, die funktionieren aber irgendwie nicht. Oh oh. Spiel schon weggespeichert. Spiel gesichert. Okay, nice. Wir haben Autosave. Er braucht's nachts hell im Zimmer, wenn er dichtet. Ja, deswegen kauft der Lampenöl, ne? Nutze Info, genau. Also, falls, ne, falls du dich mal gefragt hast, du das so, dass du Bescheid weißt. Ich weiß. Das steht wirklich, ich habe so ein, also ich habe Anno 1700 noch in CD-Form. Oder, ja, müsste noch hinter mir stehen, da ist so ein Buch dabei. Da steht alles drin. Da ist sogar auch die Produktionsketten stehen drin. Hätte ich eigentlich auch mal rausholen können, ja. Wow. Da steht auch zu den Charakteren so eine Beschreibung drin. Okay. Da steht zum Beispiel, warum die was gerne kaufen. Die Agathe von irgendwas kauft gerne Pralinen, weil die gerne nascht. Dann haben wir wirklich so eine Ware, die horten immer. Ja. Eigentlich ganz cool. Der schwarze Tod breitet sich aus. Alter, die Pest, wirklich jetzt, Leute. Lerne aus deinen Fehlern. Gegen diese Seuche, oder ihr seht und bau gleich wieder ein paar Midi-Küsse. So, hab sehr viele Midi-Küsse gebaut. Ne, bei mir ist die Pest ausgebrochen. Ach so. Da dachte ich mir, ich baue lieber mal ein paar. Ja, ich habe auch dann, ich habe ja echt viele gehabt dann. Ich habe Mörser gar nicht erforscht. Hast du Mörser erforscht? Nee, auch nicht tatsächlich. Ich bin eher auf Verteidigung gegangen, blöderweise. Ja. Hätte ich das mal anders da gemacht, weißt du? Ja. Nee, mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe keine Mörser. Ich habe nur, aber du kannst auch von der, ah nee, von der Königin kannst du keine Bündnishilfe mehr anfordern. Auch vom Jorgensen vielleicht. Wo kann man denn Mörser machen? Ach da, ja, ich bin auf die Verteidigungsschiene gegangen, verdammt. Alter, bei mir geht die Pest aber auch ganz gut ab. Darauf trinke ich gleich ein. Haben sie es. Gleich haben sie es, glaube ich. Was ist? Ich glaube, die Pest habe ich unterwegs. Eingedämmt gekriegt. Nach dieser schlimmen Zeit benötigt ihr ja, sicher das ein oder andere. Eingedämmt. Gut, dass es bei dir so schlimm war. Da habe ich gleich sehr, sehr viele gebaut. Das siehst du mal. Ah, ich habe jetzt wieder ganz viele gebaut, aber die Beliebtheit hat sich immer noch nicht erhöht. Ich würde sagen, der Palast kann sie sehen lassen. Zwischen all diesen riesigen Gebäuden käme ich mir ziemlich klein vor.
möchte euch höflichst um einen Handelsvertrag bitten. Oh, Jorgen, das ist die beste Nachricht seit langem. Das stimmt, nach dem Krieg war das nicht mehr so dolle. Wenn ein Flügel halt 60 Unterhalt kostet. Oder 50, je nachdem. Aber sieht doch ganz gut aus. Nur da kommt man irgendwie nicht rein. Ich hätte nochmal ein Tor machen. Ja. Gerade der Anblick eurer Bauwerke ist eine echte Pracht. Atlantis wird von Ratten heimgesucht. Super. Ja, ich kann selbst noch Marmor bauen. Hallo? Wo nicht? 1001 0111. Rechnest du nebenbei noch deine Aufgaben? Reicht das hier nicht, oder was? Ja, das Problem ist, also eigentlich wäre es mir wurscht, aber ich hab extra gesagt, dass ich was machen kann im Homeoffice, also jetzt heute auch was machen kann, und dann dachte ich halt, dass er geschrieben hat, deswegen habe ich ja nichts gemacht. Ja. Das war halt ein bisschen doof. Dass wenn er jetzt den Stream gucken würde, wäre er stolz auf dich. Ja, echt so. Ich mache jetzt zwei Dinger und den Rest, ich stehe morgen ein bisschen früher auf und mache dann auch nochmal was. Sehr vorbildlich, ich schlafe morgen wieder lang. Schiff, ahoi! So, wie viele Schiffe brauche ich mit Leuten drauf? Wenn du sagst, der Pirat wird schwer. Ja, ich würde einfach so ein großes Handelsschiff, zwei große Handelsschiffe voll sollten reichen. Die Kriegsschiffe würde ich nicht beladen, ne? Weil die... Ah, okay. Die können ja im Kampf sinken. Ja, das... Und die werden langsamer. Kann ich die jetzt über Bord werfen und dann einsammeln? Ja, das geht, ja. Aber ich könnte es auch einsammeln, wenn es meine Truppen... Nee, die lade ich wieder aus hier. Beim Dings, weißt du? Ja. Hallo, bleib dir hier, hallo. Hier geht's. Dieses Einsammeln von den Leuten ist ja mal so richtig AIDS, ne? Ja, die Steuerung war damals halt... nicht das Beste, aber war okay eigentlich damals für die Zeit. Jetzt habe ich die alle in die Schiffe hier eingeladen. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Bitte? Beim Klabauter, ich schlage ein. Kann ich jetzt nicht sagen, was ich sagen wollte. Okay, will ich wissen, was du sagen wolltest? Nee. Gut. War bestimmt etwas Sexistisches, Rassistisches oder... Nee, das war es tatsächlich nicht. Ja, dann darfst du doch sagen. Nee. nee, lass mal. So, zweimal Grenadiere können wir hier noch einladen. Was haben wir hier? Grenadiere. Nochmal Grenadiere. Die guten Grenadiere. Die Rosenecke ist schön. Ey, wo sind die Leute jetzt? Ich habe hier welche rausgeschmissen, jetzt sind die weg, oder was? Hm. Hä? Normal sind die in so einem Fass, wenn die wegschmeißt. Ah, nee, der steht einfach nur so, der gammelt da. Chillt. Chillt hier sein Leben, Base. Alter. Bei euch sieht es immer so adrett aus. Selbst reden, Jürgen. Dann kannst du mal eine Scheibe von abschneiden. Von der Adrettität.
Wie viele Hexadezimalziffern werden benötigt, um eine 24-Bit-Binärzahl darzustellen? Alter, das ist eine schwere Aufgabe. Das ist dieses E-Academy Learning, Alter. Das ist halt richtig räudig. Was will der von mir? Für die Aufgabe nicht. Wie viele Hexadezimal? Komm, machen wir einfach weiter. Zeigen wir uns die Lösung an. Herr Lehrer, ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Wir werden 6 Ziffern benötigt, um eine 24-Bit-Binärzahl. Oh ja, habe ich kapiert. Ist klar. Und dann ist doch gut. Naja, habe ich natürlich nicht kapiert. Ach. War Sarkasmus, habe ich das nicht verstanden. Ich finde es cool, dass bei dem Schloss Pfauen durch die Gegend rennen. Alter, als ob die Dinger auch Unterhalt kosten. Was ist denn los mit euch? Da wird auch keiner Geld. Meine Güte. Gern meinen Prunkbauten pleite. Nice. Eine Gauklertruppe hebt die Zufriedenheit ihrer Bevölkerung. Alter, meine Beliebtheit bei den Aristokraten ist mit einer Gauklertruppe und dem Palast so hoch, dass ich, wenn ich aufs Maximum stelle, nur auf Geld bin. An Steuern. Mach jetzt auch gleich mal. Nur aufpassen, wenn die Gaukler wieder weg sind, habe ich ein Problem. Ja, stimmt, ich könnte mir auch mal so Leute hierher holen, ne? Ja, frühgeben der Spielraum war. Wie mache ich das nochmal? Mit dem Senatsgebäude. Ach, Senatsgebäude hier. Oh ne, das ist die Oper. Wo sind das Senat? Da. Gaukler, das gibt Geld, ne? Ja, das gibt Beliebtheit. Dann kannst du die Steuern hochdrehen. Ja, oder mache ich Kapitän? Ne, was macht der Kapitän? Er unterstützt den Aufbau der Flotte. Ja gut, das ist ja nicht zu spät, ja. Vor allem wird die auch mega schnell gebaut. Weiß nicht, was er dann auch groß unterstützen soll. Ertragreich wie immer, der Besuch auf eurer Insel. Wieder kein Holz, Alter, ich rast aus. Ich raste aus. Den hier, oder das? Hey. Du feilst wie ein echter Pfeffersack. Der hat hier schon ein Schiff von mir versenkt. Hat der gerade den... Alter, geht der mir auf den Piss? Nee, da ist es doch. Du. Au! Wie macht ein V? Bitte? Wie macht ein V? Miau. Au! Die Piratentürme, kriege ich die auch vom Wasser, von der Wasserseite aus weg? Ja, ja. Kann ich die auch mit Schiffen angreifen? Ich glaube, die meisten schon. Ja. Weg drum ziehen. Ah, wird aber knapp.
Den lassen wir mal so mit Hecke. Arr. Boah, passt da alles gar nicht hin. Arr. Der Reiter, nee, der auch nicht. Verdammt. Find ich was? Der Brunnen? Oh ja, der passt hin. Okay, der muss weg. Also ich muss sagen, meine Flotte sieht gar nicht so schlecht aus. Wie viel Bilanz hast du noch? Wie viel kostet dich die? Bilanz habe ich gerade 2700, aber ich habe ja die Gaukler-Truppe hier. Na gut, ich habe auch die Gaukler, ich habe noch 1800, also von daher. Ja, das kostet schon viel, also ist jetzt nicht so. Ich glaube, der Palast ist teurer. Bau dir keinen großen Palast. Alter, zwischen. Hä, das muss ich mir in Ruhe angucken. Nice. Schade, dass ich mich nicht so auf die Hänge drauf bauen kann. Du feilst wie ein echter Pfeffersack. Wie ein Pfeffersack. Soll ich mal speichern? Ja, mach mal bitte. Nun, diese Sache hat sich mittlerweile erübrigt. Spiel gesichert. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man das nochmal sichert. Nein, als ob ich kein Werkzeug mehr habe. Was wünscht ihr? Also. Ich wünsche mir ein Werkzeug. Wir sind unterwegs. Schiff, ahoi. Kurs ist klar. Die Gauklertruppe bricht ihre Zelte wieder ab. Oh oh. Okay. Gauklertruppe bricht ihre Zelte wieder ab. Oh oh. Da muss ich dann doch mal schnell gucken. Mein Heer hat die maximale Größe erreicht. Ja, so muss das. Von 31 habe ich. So muss das, ich bin stolz auf dich. Und Schiffe 27 von 29, aber das sind ja die Handelsdinger, zählen ja da auch mit dazu. Also von dem her Kann man das ja nicht so gut sagen. Was ist deine maximale Heergröße? 31 plus 3, also 34. Okay, was ist eigentlich die Pluszahl? Wo kommt die denn her? Keine Ahnung. Abhängig von der Einwohnerzahl. Ah, siehst du mal. Aber ich habe 32 plus 3. Okay. Habe ich so wenig? Wie viele Einwohner hast du? 4586. Alter, ich habe 4800. Du hast echt... Alter, warum hast du auch so viele? Krass.
Na gut, ich habe bei mir immer diese... Alter, der Pirat ist halt richtig drum. Er greift meine 12 großen Kriegsschiffe an. Oh? Ja, ja, die sind nicht die schlauesten. Klatsch. So macht man das. Jetzt will ich einen schönen Angriff sehen. Du wirst einen planlosen, unkoordinierten Angriff treffen. sehen. Warst du das gerade? Ja. Die Gauklertruppe ist weg und die Leute machen gerade einen Aufstand. Habe ich nicht mitgekriegt. Das ist nicht so gut. So, reicht das Parfüm noch? Sonst muss ich langsam mal Parfüm einkaufen. Oder ich kann bestimmt wieder eine eiserne Ration. Ihre Bevölkerung begnügt sich mit der eisernen Ration. So, hier steht noch eine Einheit von mir rum. Und eine anderen Kähne versenke ich auch noch! Ich habe 3 große Handelsschiffe voll. Leute. Ich glaube, wenn man auf richtig schwer spielt. Also mit, wie heißt das? Alter, Jorgensen. Ach nee, wo kommt, ist jetzt deine Schiffe da oben? Wo denn? Die gerade aus der Karte rausgefahren kommen. Nee. Jetzt sind noch blau. Von ganz rechts kommen. Nee. 2 kleine und ein großes. Wo denn? Ganz rechts, wenn du nachher genau hast. Haben die denn da? Ja, frage ich mich auch gerade. Ach so, ach nee, das sind die, die sind beim hier beim Raipur, beim Amin Sahir. So zum Kaufen, oder was? Ja, ja. Okay. In Ordnung. Alter, du kannst nur maximal 8 Schiffe in einer Gruppe tun. Ja, ich weiß. Ich glaube, wenn du auf ganz schwer spielst und machst, dass es keine unendlichen Ressourcenvorräte gibt, dann gibt es die. Nur auf der Insel vom Piraten gibt es Diamanten. Unendlich. Bei den Azteken gibt es Gold unendlich. Alter, okay. Wenn man die besiegt, glaube ich. Ja, genau. Bei den Asiaten gibt es Erz unendlich. Und bei den wie heißen sie? Bei den Indianern gibt es Marmor unendlich. Ja, Marmor. Marmor? Ja. Und bei den Indern gibt es Lehm. Und sonst gehen alle Vorräte irgendwann leer. Ja, dann musst du die bekämpfen. Wusste ich gar nicht, siehst du mal. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Kann auch so eine Scheiße erzählen, aber. Aber die Kämpfe an Land hier sehen richtig geil, wenn alle rauskommen, wirst du sehen. Richtig nice. So, ich gehe nochmal schnell Angstpieseln und hol mir Nerven nach und dann komme ich wieder. Angstpieseln? Ich will auch mal ein paar Truppen machen, ne? Dragona. Sollte mal meine Truppen versammeln. Wie ist die Order? Die Flotte ist bereit. Jetzt hier, glaube ich, Werkzeug holen. Was wünscht ihr? Wir fahren los. Was immer und ihr hier wünscht. Auch Werkzeug. Der Wind steht günstig. Hinaus aufs Meer. Die Flotte ist bereit. Händler, gib mir einen Auftrag. Beste Qualität zu fairen Preisen. Der Lagerplatz ist hier mal voll. Hat doch noch mehr Parfüm ein. Parfüm. Perfekt. Passt. Holt das ab, ich will da weiterbauen.
steht günstig. So, ne. Die Dschungelbrauerisch. Hätte ich auch Dragoner nehmen sollen. Ja, aber Mauern. Bringen wir bessere Mauern. Bringen ja nichts. Was wünscht ihr? So, da bin ich wieder. Komm zurück. Let's fetz, Alter. Auch raus, jetzt will ich die Action sehen. Kapitän, Kapitän, wie ist die Orange? Du bist mit allen Wassern gewaschen. Alles fertig. Was wünscht ihr? Wow. Der Tonka ist erfreut über deine Ankunft. Ich, warum? Ey, weil ich die Pest hab wieder. Das ist die Massentierhaltung, die du da hast mit deinen Leuten. Truppenverband ausgebildet. Wir sind bereit. Alter, der Pirat, der nervt. Standbild? Wenn hier eine Flotte steht, ne? Ja. Hm? Putz. Dübel sind aber ganz schön gut weg. Truppenverband ausgebildet. Dübel sind aber ganz schön gut weg. Wir. Den Piraten. Alle Schiffe, die ankommen. Putz, putz, putz. Truppenverband ausgebildet. Baut der wieder nach? Ja, ja. Hä? Ja, ja. Dauert aber ein bisschen. Guck mal, jetzt ist die Patch schon wieder rum. Also ich glaube, das war vorher echt ein Bug oder so. Oder du hast nicht so viele Medikusse gehabt. Oder hast du gleich viele? Doch, ich hatte jetzt wohl sogar mehr. Auf eurer Insel. Oha. Oder vielleicht gibt es da so ein... Je nachdem, weißt du, es kann so leicht, heftig oder mittel... Wer ja, sein, wenn ich ausweise. Ja. Ja. Weil ich war es nicht. Ramirez und seine Piraten werden von Zuckerlite angegriffen. Er hat nach Hilfe gefragt gerade. Echt? Ja. Gib deinen Hintern hierher, die wollen uns fertig machen. Okay, Bündnishilfe wird gewährt. Hey, machst du oder was? Nein. Der hat seine Hauptstadt dann. Ja. Kriegt natürlich keine Bündnishilfe. Das ist ein Assi. Dafür springe ich dem jetzt oben den Kontor weg. Wir fliegen gleich die Funken. Er wird schon wieder erwischt, hä? Ah, ne, wurde er nicht. Nice. Ja, weißt du, wenn meinem Freund, dem Zockerlide, keine Bündnishilfe gewährt, bis auf die Grundmauer, wird das Kontor weggerissen. Ich könnte ja von dir Bündnishilfe fordern, ne? Ja, mach doch. Die Zeit ist gekommen, euch an unser Bündnis zu erinnern. Hab ich auch. Aber du wolltest mich ja kämpfen sehen, von dem her ist das ja alles legitim. Wie lauten die Befehle? Wie ist die Order? Kapitän, wie ist die Order? Ihr seid eine echte Hilfe. Was? Du gewährst mir Bündnishilfe? Alter, wie geil ist das denn gemacht? Ich kann auswählen, welche Truppen und welche Schiffe ich dir gebe. Und die werden dann zu deinen, ja. Oha. Guck mal, ich hab dir meine komplette Flotte gegeben, aber... Bitteschön. Also ich brauche jetzt eigentlich gar keine Kriegsschiffe mehr, weil... Du wolltest Bündnishilfe, die nimmst du jetzt. Das läuft gerade echt gut hier, muss ich sagen. Ja, ja, du bist ja auch, Alter, das sind mehr als genug Schiffe. Du bist ja auf leicht eingestellt, der Pirat. Kleiner Tipp, es hilft sehr, wenn du die Piraten im Hafen bekämpfst und mit dem Kriegsschiff draufballerst.
Das hilft sehr. Also wenn die Truppen dann rauskommen, ne? Ja. Nice, jetzt habe ich keine Kriegsschiffe mehr. Ja, der Pirat. Nee, ich. Achso. Wo hast du die eigentlich hingeschickt? Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Oh, ich hier oben. Nee, die fahren zu deinem Hafen. Ja, ja. Komm aus meinem Hauptstadthafen, fahren zu deinem Hauptstadthafen. Ja, ich hab die jetzt gerade umgeleitet, weil die einfach zu Piraten läuft. Aber guck mal, ich mach 1600 Plus. Also beim Schachern macht dir keiner was vor. Trotz meiner Armee, Alter. Gut, ich konnte noch mal schnell was abgreifen. Jetzt ist mein Handel vorbei. Jetzt ist mein Handel vorbei, mein Handelsschiff fährt ja gerade noch weg. Ach ja, ich hab's gesehen. Hab noch schnell gekauft, was ging. Auf, hau raus. So, und wie kriege ich die Leute jetzt hier auf die Insel? Du kannst ihnen so einen Landungsbefehl geben. Warte mal. Soll ich alle gleichzeitig drauf machen wahrscheinlich, ne? Ja, wäre... wird das Beste sein. Ja, das Beste, ja. Weil die Festung von denen ballert auch mit Kanonen. So, und jetzt? Truppen ausladen. Landepunkt. Truppen ausladen, Landepunkt. Als ob der mit nur so wenig kommt. Okay, ja, vielleicht habe ich ihn gegen den auf leicht gespielt. Ich hatte immer in Erinnerung, dass so richtig viele rauskommen. Und ich finde den Schlachtenlärm auch einfach geil. Bei 1701. Alter! Ah ja? So muss das. Nice. Aber der hat schon einige Truppen auf jeden Fall. Ja, aber der haut ja auch einige Trupps weg, wenn du mal guckst. Jetzt ein Miliztrupp von dir draufgegangen gerade. Vorne geht gleich Grenadiere von dir drauf. Und da kommen neue raus aus dem Piratenversteck. Eine Produktion kommt zum Ende. Ich muss das Piratenversteck angreifen. Ist da auch Haubitzen oder so dabei? Nee, ich hab ich ja nicht, deswegen ja. Achso, du hast nur Grenadiere und Dragoner. Ich hab blöderweise nicht irgendwas sowas erforscht tatsächlich. Jetzt bleib ich hier. Hätte ich als Bündnishilfe. Ja, eigentlich hätte ich die Bündnishilfe Kanonen schicken können, ne? Ich hab ja welche, ja, ich hab ja Haubitzen. Ja. Alter, er greift mich halt immer noch an. Mit Schiffen, oder was? Ja. Nicht mehr lange. Nee, nicht mehr lange, Alter. Ja, also es ist schon jetzt... Hätte ich weniger gemacht, wäre es schlimmer gewesen, aber... Der Henno auch im Stronghold immer sagt, oder wie du das ja auch immer machst, Alter, mit Truppen spammen und dann schnell nichts passieren. Ja, kannst den Schatz noch holen. Da kannst du, glaube ich, Piratenschiffe bauen oder so, weiß nicht. Irgendwas gab's da. Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, mal den holen. Ich hätte da einen Auftrag. Muss ich da ein Konto bauen oder was? Wahrscheinlich. Was können wir tun? Verkaufst du mir Zeug dafür? Ich hab hier kein Zeug dafür. Ich kann mit dem Schiff aber hingehen und ein Konto bauen. Nee, du. Bitte? Nee, du. Ach, ich werde da ganz schnell. Alter, es brennt bei mir in der Stadt und keiner sagt mir was. Ich will mich nicht beschweren, aber das ist scheiße. Alter, das war eine gute Schlacht. Ich kann dir Zeug hindroppen, wenn du willst. Zu Dienst. Ich brauch nur Lehm und Voila. Zu Dienst. Was wünscht ihr? Boah, ich hätte die kleine Insel gerne. Wenn ich diese Inseln eingenommen habe, habe ich daraus Handelsposten einfach gemacht, weil die sind so schön klein, da ist eh nichts drauf. Das ist halt geil, ja. Da ist ja die komplette Armee rum. Willst du es auch noch mit anderen Völkern aufnehmen? nee, Alter. Wir machen jetzt gleich Schluss. Erst noch den Jorgensen. Ich bräuchte gar nichts. Das Schiff ist schon unterwegs. Muss beim Jorgensen wenigstens noch alle Demagogenfähigkeiten reinhauen. Bei dem ist schon wieder der Vulkan aktiv, Alter. Ja. Trotzdem, der hat eine bessere Bilanz als ich und auch mehr Geld.
Aber ich habe den schöneren Palast. Zeig mal, also muss ich mal am Anfang hier den Palast habe ich noch gar nicht angeguckt. Ich war jetzt so im Kriegstreiber rein. Oha! Okay, ja, das ist echt schön geworden, muss ich sagen, tatsächlich. Hier hast du was vergessen. Wo? Bei der einen Sonnenuhr fehlt ein Platz. Platz? Ja, so ein Gartenkram da. Bei der einen Sonnenuhr in dem Innenhof da. Aber sieht schön aus, ja, tatsächlich, muss ich sagen. Ah ja, da. Ich sehe es. Arr. Ich habe gar nicht gedacht, dass das jetzt so viele Truppen werden, weißt du? Aber wo ich die jetzt alle gerade ausgeladen habe, habe ich mir so gedacht, so, oh. Sind schon einige. Es ist schon eine Insel. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Die Frage ist, was ist der Schatz? Ja, aber wie berge ich den jetzt da? Da latscht noch einer hin vom Kontor. Kontor gebaut. Echt? Wie lange ist es jetzt her, dass wir uns gesehen haben? Latscht da irgendwo einer? Nee, bis da noch nicht. Ah doch, da latscht einer, ja. Oder die Milizen leben halt auch noch, ne? Ja, aber ein paar sind draufgegangen. Wenn du Medikus baust, heilen die sie übrigens. Also Medikus heilt die langsam. Ja. Hier, guck mal, ich kann jetzt Zeug geben für Medikus. Für ein faires Geschäft ja, alles bin so ich gut. immer zu haben. Also ich habe extra Sachen mitgebracht. Ja, okay. Und meine Bündnis fehlt wohl mehr als geleistet. Warte mal, nicht wegfahren. Zu Dienst. Warum? Alter, komm her, hier, komm. Was können wir tun? Nice, Ziegel. Ah, das war der Schatz, oder was? Kolonialwaren? Ja, unter anderem, ja. Und was war da noch? Nicht Bauplan ja, oder so? Kolonialwaren, Alkohol und... Ja, das war's. Oh, ist ja lame. Und Waffen. Aber danke. Aber dadurch, dass du ja die Pelze brauchst, habe ich mir gedacht. Ja, Baupläne war jetzt bei 2070, ne? Wahrscheinlich, ja. Milizen, die sind ganz schön... Ne, die sollte ich ja hier machen, ne? Medikus bauen. Einfach sehr viele Medikusse. Alter, die Piratenhütte da oben gehört jetzt dir! Ja, Mann. Wie geil. Ich hätte die anderen nicht abreißen dürfen. Ja. Nice. So, jetzt mache ich dich weg. Ja, komm her. Komm mit mir, Bro. Ah, du hast da hinten ein paar Truppen. Bitzen hast du da? Nee, Alter. Wir machen jetzt fertig. Wir haben Anno durchgespielt. Erst noch alles beim Jorgen zum Ende reinhauen. Ayo. Let's go. Evoluzer. Ich weiß, wie man einen Menschen aufmischt. Bald wird das Wasser hier ungenießbar sein. Ich mach mich vom Acker. Sonst knüpfen die mich auf. Ein Taschendieb. Hey! Wieso hab ich euren Zorn auf mich gezogen? Produktion lahmlegen. Ich höre schon das Klimpern der Münzen. Wutz in die Luft gesprengt. Sehr schön. Ich will nicht, dass ihr mir etwas aus Mitleid abkauft. Ich verschwinde, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Du hast dich als echter Freund der Irokesen erwiesen. Von unserem Bund wird man noch in vielen Generationen erzählen. Der Tonka. Ich wäre verbündet endlich. Ich verschwinde, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dass ich dir jetzt hier weggenommen habe, ne? Dein Handelspartner. Die werden ja vor lauter Parolen schreien, die Arbeit vergessen. Habe ich euch durch... Alter, Insektenplage und Gewitter. Geschafft. Die Arbeiter kleben an meinen Lippen. Der hat ein Problem. Die Wasser des Himmels werden deinen Feind fortspülen. Was auch richtig mies ist. Glaube ich, ne? Nee, mein Taschendieb nicht. Nee, bei mir ist auch der Revoluzzer oder der Giftmischer nicht durchgegangen. Ja, bei mir schon. Der Giftmischer ist bei mir durchgegangen. Der Giftmischer ist bei mir nicht durchgegangen. Der Revoluzzer ist durchgegangen. Ja, der Revoluzzer ist bei mir auch. Jemand schickt ihnen einen Strauß roter Rosen. Ja, ich krieg von dir nie Geschenke. Ich fäng dir mal was. Ah, gut. Krieg von dir nie was. Gut. Ich hab da einen Auftrag. Der wäre wie für euch gemacht.
Zuckerlite versucht, bei Ihnen einzuschmeicheln. Seien Sie ein bisschen netter. Der Medikus, der heilt die Leute, echt? Ja. Ah, da jetzt sehe ich sie. Auch vielleicht mehrere als einen. Der hat ein bisschen zu tun bei so einer Armee. Ja. Und Dragoner sind hier nur noch 3 und bei den anderen sind 26, also die sind auch ein bisschen dezimiert worden. Alter, der arme Jorgensen. Aber ich glaube sogar das Gewitter ist... Von einem Besuch in okay, eurem Kontor bin es brennt aber auch viel von Aufständen. Ich glaube, die Gewitter sind nicht so schlimm. Ja, da brennt es, glaube ich, immer nur ein bisschen dann. Genau, es brennt ab und zu mal, wenn du Feuerwehr hast. Zentrum, Alter. Alter. Und bei dem einen Haus, das ist halt einfach richtig die Arschkarte, das hat die Pest und es brennt. Schade, dass hier niemand Interesse an einem kleinen... Ich glaube, das Gewitter ist schon wieder vorbei. Aber die Insektenplage geht halt 3 Minuten, ey. Und was ist das? Halt 8 Minuten oder so. Was auch geil ist, ist die. Nee, 3,5 Minuten bestimmt, ja. Von den. Ich grüße. Von den Asiaten, euch. die Strafe. Die ist Flaute. Dann fahren deine Schiffe quasi im Schneckentempo. Und zwar richtig lange. Und das macht. Alter Scheiße. Das ist erstens im Krieg super scheiße, wenn deine Schiffe nicht mehr vom Fleck kommen. Und auch für deine Handelsrouten. Was haben die Azteken? Ich weiß nicht, was die Azteken haben. Also. Was führt dich ins Reich der Azteken? Was haben die Azteken, weißt du das? Ja. Herrlich. Die ganze Stadt ist bald im Ausnahmezustand. Mein Demagoge gerade. Herrlich, die ganze Stadt ist bald im Ausnahmezustand. Und direkt mal einen Spion auf den Marktplatz setzen. Ich werde euch die gewünschten Informationen rasch beschaffen. Aber schon wieder fast alles vorbei. Der arme Jorgensen. Ja gut, eine sehr erfolgreiche Runde, ne? Ja. Wir haben es durch. Ich habe eine richtig geile Flotte. Das stimmt. Mit meiner Bündnishilfe. Da bin ich sehr stolz auf mich. Was bestimmt viel im Unterhalt. Eigentlich bin ich mal so der passive Spieler. Muss man dazu sagen. Ah, die Milizen da hinten. Es sind noch 2 Milizen in dem Trupp. Ja, ja, komm. Lass mal auf. Weh! Also wir kämpfen für dich und das ist der Dank. Ja, echt so. Hat auch eine sehr schöne Kampagne, 1701, da können wir eigentlich auch mal reingucken. Mit Diego del Toro. Ey, der Wirbelsturm hat hier auch... Wow. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Wie kann ich euch dienlich sein? Ja, gut. Ich würde eurem Wunsch so gerne nachkommen. Nur kann ich nicht. Sind wir fertig. Sind wir durch, ja. Wir mal kurz gucken, bis mein Spion zurückkommt. Wie es beim Jorgensen gerade mit Bilanz und so aussieht. Ah, okay. Der müsste bald durch sein. Gut, der reißt die Gebäude ein. Ein Kinderspiel, um diese Informationen heranzukommen. Okay, er hat mittlerweile 400.000 Gold, aber eine Bilanz von minus 970. Was? 13 Schiffe, 0 Truppen. Und was man mit dem Gold machen könnte. Gut, dann sind wir durch. Und was das nächste Anno wird, das gucken wir mal. Das überlegen wir uns noch, ne? Das überlegen wir uns noch. Ist gerade jetzt, wo der ätzende Pirat weg ist. Ja. Aber so dann können ja auch halt die anderen Völker alle weghauen und den Orgel. Das passt schon so jetzt. Jo, dann beende ich meinen Stream und bedanke mich fürs Zuschauen, BigPinK. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. In einer fernen Zukunft. Ja, wir haben ja Anno 1800 noch offen, das Projekt im Moment. Ne? Haben wir auch noch, ja. Darf man natürlich auch nicht vergessen.
Also. Allerdings bin ich da nicht so motiviert, weil da kommt ja bald wieder ein neuer Season Pass. Das stimmt, ja. Wobei wir jetzt den aktuellen Season Pass noch gar nicht viel gespielt haben. Dadurch, dass wir im Technical Test davor waren. Welcher denn? Den Embeza. Stimmt, ja, den haben wir auch nicht weil viel gespielt. Weil wir ja den neuen den halt schon, angefangen haben. Ja, den haben wir schon richtig durch... Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht viel gespielt, ja. Ja, wir haben halt viel im Technical Test gespielt. Das ist ja, aber halt eigentlich müssen wir halt wieder so... Wenn alle okay, DLCs... Okay, wir machen fertig. Ich mach schon mal Anno aus, ne? Schmuck geht zur Neige, will ich mich jetzt nicht mehr mit drum befassen. Okay, warte, dann speichere ich aber schon schnell. Ende. Ich muss dann speichern. Ja, auf jeden Fall, Anno wäre halt eigentlich sowas, wo man das eigentlich weiß man, spielt es immer so, aber eigentlich müsste man es spielen, wenn es abgeschlossen ist und die sagen, die haben jetzt alles rausgehauen, was es gibt. Ja, ist halt schwierig, weil... Wer weiß, wie lange es noch dauert. Genau. Also ich meine, wenn jetzt ein Season Pass noch kommt, ist spätestens, mindestens nächstes Jahr noch Action bei Anno. Und ja geil danach aus. Brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr spielen quasi, so, weißt du? Also ist halt auch langweilig so irgendwie. Ja, gut, das stimmt. Außerdem brauchst du Vorbereitung für manche Sachen, die ja wahrscheinlich noch kommen, ne? Ja. Ja, da geht er einfach. Ohne was zu sagen. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Endscreen raussuchen und tschüss.